Und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Chroniken der Engel. Und heute mit dabei der Laberkopf D-Rex als Daniel. Hallo. Hat heute schlechtes Internet, deswegen mal schnell, solange es noch geht. So, wen dürfen wir anscheißen, D-Rex? Nochmal Anti-Werbung? Ist er nicht, okay. Ja, Feder spielt heute Zetariel. Hallo. Der Hotney spielt Inariel. Hallo. Lucky's Vibe spielt Lyriel. Guten Abend. Und last but not least, Yamera spielt Liberiel. Guten Abend. Ja, lange ist es her, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Ich glaube, irgendwann im Dezember das letzte Mal oder sogar noch länger. Ich weiß es gar nicht auf das Datum geguckt. Aber jetzt haben wir endlich wieder einen Spieltermin, wo alle können. Und wir spielen immer noch in der fernen Zukunft, woher so, ja gut, so fern ist sie jetzt auch nicht, im Europa des Jahres 2654 nach Christus. Die Menschheit und die Welt haben einige Katastrophen gesehen und naja, mehr oder weniger überstanden. Die Menschheit ist in einer Art mittelalterlichen Zustand zurückgefallen. Menschheit wird bedroht von merkwürdig aussehenden insektoiden Gestalten namens Traumsaat. Und ja, die einzige Organisation, die die Menschheit verteidigt, ist die Kirche, die neu gegründete Kirche der Engel, die angelitische Kirche. Und die heißt nicht einfach nur so, weil, sondern die heißt so, weil ihre Hauptstreitkräfte nämlich genau das sind, nämlich Engel, die vom Himmel herabgefahren sind, um den Menschen zu helfen. Guck mal, Katze Yamera schreibt auch direkt in den Chat, hätte es auch sagen können. 28.11., also noch über 2 Monate dazwischen, ist ja schön. Ja, und ja, wir sind unterwegs, relativ frisch zusammengestellte Schar. Alle großen Engelsorden sind vertreten. Wir haben leider keinen Sarieliten dabei und keinen Raguelliten, aber na gut, das ist verkraftbar. Die Raguelliten sind ja auch ja so gut wie weg. Und Sarieliten gibt es nicht in Scharen. Ja, fast nicht. Und ja, sie haben den Auftrag bekommen, in den hohen Norden zu reisen, nach Raguels Land. Und dort ist nämlich da der himmlische Himmel der Raguelliten gefallen durch ein Fegefeuer, eine riesige Feuersäule, die den Himmel verzehrt hat und alles darum und darin verbrannt hat. Und seitdem ist das Raguels Land vom Glauben abgefallen und das ist natürlich kein Zustand. Deswegen wird eine Engelschar nach oben in den Norden geschickt, um dort wieder einen Stützpunkt zu errichten und die Menschen wieder zum wahren Glauben zurückzuführen und in den Schoß der Kirche zurückzuholen. Und ja, so haben sie sich aufgemacht, sind schon einige Zeit jetzt unterwegs, verschiedene Abenteuer überstanden, eine andere Engelsschar getroffen und leider miterleben müssen, wie sie nach und nach gestorben sind. Sie haben ein Buch gerettet von dieser Engelsschar, das Liberiel sich jetzt auch zu Gemüte führt. Und was einigermaßen merkwürdig ist, weil es in einer uralten Sprache geschrieben ist, die es anscheinend schon nicht mehr gibt. Und Liberiel konnte es nur lesen, weil sie ihre himmlischen Kräfte bemühen konnte, um das zu verstehen, was da steht. Und ja, außerdem sind sie einer neuen Spezies von Traumsaat begegnet, die diese andere Engelsschar halt angegriffen hat und vernichtet hat. Und ja, sie waren, als wir das letzte Mal gesehen haben, die Engelschar, waren sie in Nürnberg, der, ja, ich glaube, das ist die zweitgrößte oder sogar die größte Stadt in Europa in der Zukunft, und zwar der Schützpunkt des Gabrielsordens, der Engel des Gabriel, die Todesengel. Und ja, da haben sie Bericht erstattet
Die Beryl musste in den Katakomben des Himmels mit einer merkwürdigen Angehörigen ihres Ordens Informationen austauschen. Und hat auch die Katakomben nicht gerade sehr gut in Erinnerung, denn sie waren ziemlich gruselig und man hat dort Traumsaatkreaturen gefangen gehalten und so. Für Daniel war es einigermaßen merkwürdig, sein altes Zuhause wiederzusehen, einfach weil er davor von dem Eindruck des gestorbenen Gabrieliten ziemlich beeindruckt war, von der anderen Schar. Und außerdem Lyriel während ihrem Aufenthalt einen anderen Engel des Gabriel gerettet hat, vor dem sicheren Ableben. Etwas, was sonst eigentlich nie vorkommt. Es wäre ein bisschen verwirrend für Daniel, wenn ihr durch das Prelude von Daniel durchschaut, dann werdet ihr wissen, warum. Für Lyriel war das ziemlich selbstverständlich, weil jemanden, der verletzt ist, muss man ja helfen. Und Inariel ist, glaube ich, ganz froh, dass man diesen Himmel wieder verlassen kann, weil der ist ja da die ganze Zeit durch die Gegend getigert wie so ein gefangenes Tier. Dürfte ja nicht rechts, nicht links. Und das war das Hauptproblem. Ich durfte, hätte ich mir das angucken können, dann... Ja, hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit all den Verboten, die es da gab. Hat aber dann irgendwie bei den Wettbewerben um des Bogenschießens herum, hat er sich ein bisschen einbringen können. Das ist ein bisschen Zeitvertreib zumindest. Die Beryl hat auch eine neue Waffe bekommen von den Gabrieliten. Und Cetariel musste den ganzen stromernen Haufen zusammenhalten. Was mehr schlecht als recht passiert ist, denn sie, besonders der herumstromernde Inariel, tanzt ihr auf der Nase herum. Lyriel heilt einfach irgendwelche Leute, obwohl es eigentlich nicht angebracht ist. Daniel verhält sich auf einmal merkwürdig. Und Liberiel, seit sie in dem Buch herumliest, das sie eigentlich nicht hätte lesen sollen, und nachdem ihr den Kontakt mit der anderen Schar hattet, ist sie auch etwas durch den Wind. Und das alles schlägt sich halt auch nieder auf Cetariels Gemüt. Und wir haben heute entschieden, dass wir den Himmel von Nürnberg hinter uns lassen und ein bisschen einen kleinen Zeitsprung machen. Die Schar hat sich entschlossen, dass sie nach Prag wollen, dem Sitz der Ramielskirche, also dem Orden von Liberiel, um dort das Buch, was sie geborgen haben, abzugeben. Und der Flug ist natürlich ein Umweg. Wenn man in den Norden will, kann man über Prag fliegen. Aus Nürnberg heraus muss man aber nicht, ist ein kleinerer Umweg. Und wenn ihr euch die Karte nochmal anschaut von Europa, der Zukunft, könnt ihr vielleicht Prag erkennen. Und was man auf dieser Karte allerdings nicht so richtig sehen kann, ist, dass Prag in einem großen See liegt, der auch aus dem Meer gespeist ist und somit so etwas Ähnliches ist wie Venedig heute. So kann man es ein bisschen vergleichen vielleicht. Und ich hab mir gedacht, wir starten mal vielleicht einen Abend, dass ihr noch dass ihr einen ziemlichen Gewaltflug hinter euch habt. Vielleicht will Cetariel schnell dieses komische Buch loswerden und schnell die ganze Sache mit den Ramieliten hinter sich bringen. Hat euch deswegen angetrieben, möglichst schnell zu fliegen, so schnell es Liberiel vermag, denn sie ist die schlechteste Fliegerin in der Gruppe. Und von daher bis zur Ermüdung geflogen, das heißt aber nicht, dass ihr den ganzen Weg hattet überhaupt schaffen können. Ihr seid vielleicht in dem Gebirge kurz vor Prag, musstet ihr noch einmal zwischenlanden, weil ihr einfach total außer Atem und mit den Kräften am Ende wart und ohne Pause. Selbst wenn es nur noch ein paar Kilometer sind, ist der Flug vielleicht nicht zu schaffen. Und vielleicht hat Cetariel sich überreden lassen, dann doch noch, oder aufgrund ihrer eigenen Muskulaturbeschwerden irgendwie dann entschieden, dass man jetzt doch noch mal einen Rast einlegt. Und also eigentlich war das Cardio-Training. Wir müssen irgendwann über das große Meer und da sollte man viel Strecke in kurzer Zeit überwinden können.
Das ist richtig, ja. Oder ihr überlegt es euch doch nochmal anders und fahrt mit dem Schiff. Ja. Aber das, ich glaube, da das sind wir ja noch. Ja, aus dem kleinen hügeligen Umland von Prag kann man herunterblicken auf den Talkessel mit dem riesigen See darin. Und es ist wie immer so, und Liberia hat euch das vielleicht auch mal erzählt, dass wie immer auf diesem See eine riesig große nebelige Decke ist. Quasi ist der ganze See mit Nebel Schwaden bedeckt, sodass man die eigentliche Stadt gar nicht richtig sehen kann. Aber ihr wisst instinktiv, vor allen Dingen Inariel, da er sich ja super gut zurechtfindet, weiß, hier muss Prag liegen. Man hört aber nichts, man sieht nichts, es ist halt einfach nur ein großer nebliger Bottich in diesem See. Vielleicht sieht man gerade noch so ein paar steinerne Spitzen aus der Nebeldecke von oben herausragen. Die Spitzen des Engelshimmels der Rameliten, wenn der Nebel wohl wegzieht und man es mal ganz sehen kann, wie Liberil euch erzählt hat, aussieht wie eine geöffnete Blume. Und es gibt diese Geschichte, dass der Erzengel, der den Himmel gestiftet hat, quasi eine Blume in die Welt gepflanzt hat, die letzte wirkliche richtige Engelsblume quasi auf die Welt gepflanzt hat, und das ist der Himmel. Und diese geöffnete Blüte ist quasi ein Zeichen dafür. Allerdings jetzt gerade verdeckt von Nebelschwaden. Ich habe mir vorgestellt, ihr sitzt noch auf diesem Hügel, auf der einen Seite umgeben von einem Abhang, auf der anderen Seite von einem lichten Wald, und habt euch da ein Feuer angezündet, wo ihr euch niederlassen könnt, euch ausruhen könnt. Engel müssen nicht sonderlich viel schlafen, aber nach so einem ordentlichen Gewaltflug, denke ich, ist ein Ausruhen zumindest angebracht. Und vielleicht gibt es Redebedarf unter den Engeln wegen dem langen Flug. Oder dem Vorhaben, was passiert. Oder vielleicht wollt ihr Liberiel nochmal ausfragen über ihr Zuhause. Und was ihr bis jetzt so von der Landschaft mitbekommen habt, ist deutlich verändert gegenüber dem, was ihr in Nürnberg gesehen habt. Denn dieses Land um Nürnberg herum war ja gerodet. Und man konnte, ich habe es mal verglichen, mit dem Herrn der Ringe-Film, wo Saruman, glaube ich, gewohnt hat, wo der auch alles Isengard. Isengard, genau, der auch die ganze Landschaft um seinen Turm herum gerodet hatte. So ähnlich sieht es bei Nürnberg auch aus. Das ist hier gar nicht der Fall. Das Umland von Prag ist Wald und Hügel und viele, viele Flüsse, die alle in diesen großen See münden. Und wenn ihr jetzt von diesem kleinen Hügelchen herunterschaut, auf dieses Flussland und diese Nebeldecke, die sich wie so ein weißes, schwabiges, graues Kissen auf die Wasser legt, der See ist wirklich riesig und könnte schon fast ein eigenes Meer sein. Ich werde auf jeden Fall, ich finde das ein bisschen spannend. Was ich nicht so spannend finde, ist, dass man durch die Wolken nicht sieht. Von daher muss mir Liberiel das erklären, was ich da sehen könnte. Ich bin da ja schon gespannt drauf. Und ich schaue mal zu Liberiel rüber. Sitzt du da irgendwie am Feuer und liest? Oder was machst du? Okay. Du hast ja eine neue Waffe ausgesucht, nicht wahr? Was hast du denn für eine Waffe? Das würde mich mal interessieren. So ein Kampfstab. Ja, genau. Da mein Talent nicht dazu ausreicht, irgendwas mit einer Klinge dran oder einer Spitze dran ausreichend zu führen, ohne mich selbst und alle, die zu mir gehören und in der Nähe stehen, zu verletzen, ist es was Stumpfes geworden. Damit verpasst man blaue Flecken, aber mehr auch nicht. Ein Kampfstab, der nicht so ganz so groß ist wie ich, sondern, kleiner.
du hast sie auch noch nicht wirklich damit umgehen sehen, sondern nur halt kleine leichte Übungen noch in Nürnberg, als du und Daniel mich genötigt haben, mir eine neue Waffe zu besorgen. Denn mein eigentlicher Kampfstab ist ja in der Lawine verloren gegangen. Und Liberiel hätte von sich aus auch nicht gefragt, ob sie einen neuen bekommt, sondern sie hatte das bis dato großteilig eigentlich so ein bisschen verschwiegen. Ihr ist halt eine Waffe auch überhaupt nicht wichtig. Sie wird auch versucht haben, sich in Nürnberg zu zieren und es irgendwie vor sich hinzuschieben, dann eine neue Waffe zu bekommen, bis halt irgendwie wahrscheinlich Daniel und Cetharia ein Machtwort gesprochen haben. Und sie dann knirschend halt mit euch losgegangen ist, eine neue Waffe organisieren. Das Ding liegt jetzt halb vergessen hinter ihr, unter ihrem Bündel, und sie hat halt das Buch im Schoß und liest. Ja, dann setze ich mich mal so schräg neben dich, sodass du das mitbekommst, dass ich mich da hinsetze. Ich kippe das Buch ein bisschen an, damit du nicht mit drauf guckst, auch wenn ich weiß, dass du wahrscheinlich die Schrift nicht lesen kannst. Aber trotzdem, es ist so ein Reflex. Da ist einer in der Nähe, der darf nicht mitlesen. Ich kippe das Buch. Und dann, ich habe eine wichtige Sache noch vergessen, die euch alle wahrscheinlich auch angeht. Und zwar habt ihr, als ihr euch der Stadt oder dem Umland von Prag genähert habt, habt ihr alle im Flug schon ein merkwürdiges, wenn man so im Auto sitzt und das Auto hat einen ganz tiefen Subwoofer irgendwo eingebaut und man spielt bassige Musik ab. Je näher ihr euch der Stadt genähert habt, desto eher konnte man, am Anfang war es nur dieses Gefühl, dass da irgendwie ein Ton ist und ihr habt gar keinen Ton richtig gehört. Und je näher ihr euch der Stadt nähert, desto eher hört ihr ein merkwürdiges Summen, was die Luft erfüllt. Und das ist nur sehr leise und es ist auch mehr so, als wenn man halt eine Musik halt über den Bass und über Schall wahrnimmt, mehr so über den Druck, anstatt dass man richtig Töne hört. Und vielleicht gewöhnt ihr euch relativ schnell daran, dass es diesen leichten Unterton, dieses Summen gibt. Weil es halt ständig da ist. Nur Inariel und Liberiel, Liberiel kennt das, weil die kommt aus Prag. Dieses Summen ist halt allgegenwärtig und man sagt halt in Prag auch selber, wenn dieses Summen irgendwann mal weg sein sollte, dann geht die Welt unter. Und Inariel merkt als einzige anderer Engel neben Liberiel, dass es nicht ein statisches Summen ist, ein gerades, ein einzelner summender Ton, sondern dass es anschwillt und wieder abschwillt, dass es feine Nuancen darin gibt. Und Inariel findet es äußerst störend, auch von Greining für seinen suchenden Blick. Und das ist etwas, was nicht in die Natur gehört. Das ist irgendwie da und überlagert die Geräusche der Natur. Ja, dann sitze ich da, schaue direkt Liberiel an. Ich will ja sowieso, dass sie auf mich aufmerksam wird. Ich sage aber nichts, sondern sitze da einfach nur so. Und dann sage ich so. Wenn man versucht, diesen Ton, den man ja, wie du schon sagtest, weniger mit den Ohren hört, als so spürt, das bringt halt nichts. Dann es bringt Liberiel, nichts, sich die Ohren zuzuhalten, weil er ist halt ständig da. Und selbst wenn du auf dem Boden, man merkt es halt durch den Boden durch. Liberiel, was ist das? Was meinst du? Dieses Summen und Brummen und... Das ist Prag. Das ist der Engelsturm. Es ist das Zeichen, dass die Welt zu retten ist. Was? Es ist das Zeichen, dass die Welt da ist, dass sie lebt. Ich sehe das doch. Ich pack so den Boden an. Das ist ein komisches Zeichen. Es ist ein Zeichen, dass ich nach Hause komme. Freust du dich? Ja. Das. Ich freue mich auf einen ausgedehnten Spaziergang durch die Bibliothek. Wie ist es da? Schön.
Was ist so unter dem ganzen Nebel? Prag. Wie sieht das aus? Na, wie Prag halt. Das ist schwer zu sagen, in der Tat, weil Prag ist auf dem außer eine Wasserstadt. Und, ich nehme mal an, die Stadt ist so auf Pfählen ins Wasser gebaut. Wie genau die Stadt gebaut ist, das weiß man gar nicht so richtig. Die ist einfach da. Es ist mit hölzernen Gebäude. Und es gehört zum Wunder von Prag, und damit haben sich die Einwohner auch schon abgefunden, dass Prag ständig sein Aussehen ändert. Also nicht von heute auf morgen, also schon von heute auf morgen, aber keine Regelmäßigkeit oder so. Aber manchmal wachen die Leute morgens auf, gehen raus und haben völlig andere Nachbarn, weil ihre Häuser ganz woanders stehen als vorher. Die Stadt bewegt sich im Nebel und ja, verändert ihre Gestalt. Naja, Prag ist halt Prag. Man kann die Stadt nur schwer beschreiben. Die Häuser sind aus Holz und meistens im Nebel verborgen. Der Tag, als ich auf die Erde kam, das war einer der wenigen Tage, wo kein Nebel da war. Da habe ich den blauen Himmel gesehen und konnte hinunterblicken auf die Stadt. Und naja, Prag ist... Die Erscheinung ist so schwer zu beschreiben, weil es eine wandelbare Stadt ist. Also grundsätzlich besteht Prag aus mehreren Inselgruppierungen. Das ändert sich auch nicht wirklich, sondern eher so, dass die Viertel und die Häuser sich einzeln verschieben. Es gibt insgesamt 6 Inseln. Und 2 davon sind größer und der Rest ist eher ein bisschen kleiner. Und alle ein bisschen herumgruppiert um so Zitadellen. Eine von diesen Zitadellen ist halt der Himmel von Prag. Und die Reste sind halt kleinere Zitadellen. Und verschieben sich die Stadtteile inselgemäß oder auch auf den Inseln? Also die Zitadellen bleiben immer grob an einer Stelle. Aber die Häuser sind halt, manchmal ist halt, keine Ahnung, der Schuster in seinem Haus also auf der einen Insel Häuser, und manchmal wie auf der anderen Insel. Okay. Und es ist halt unter den Engeln des Ramiels Himmeln und den ramielitischen Priestern ist es halt auch, dass der Erzengel halt der seiner auserwählten Stadt ein ständiges Rätsel und eine ständige geistige Herausforderung bietet. Ist quasi wie ein sich bewegendes Labyrinth, weil es halt nie so ist, wie man es erwartet im Ernstfall. Und es gibt tatsächlich Tage, wo die Einwohner von Prag den ganzen Tag damit beschäftigt sind, einfach die Wege neu auszumessen. Cool. Ich mag die Stadt. Wollen wir da nicht bleiben? Ich fange also an zu grinsen, während ich ein bisschen in Erinnerungen schwelge. Und das Buch klappt so ein bisschen vergessen in meinem Schoß zusammen. Weißt du, die Unbeständige ist halt ein Rätsel für die, die dort wohnen. Es ist jeden Tag fast eine neue Herausforderung. Alle dort sind, haben einen guten Sinn dafür, wo es lang gehen könnte oder ein Sinn für Rätsel, für geistige Herausforderungen, weil man fast jeden Tag neue Wege finden muss in der Stadt. Alles ist in Bewegung. Nur die Zitadellen. Die sind relativ fest. Nein. Der Erzengel, der Prag geschaffen hat, macht, dass alles in Bewegung ist. Dass sich die Dinge verschieben. Jeden Tag eine neue Herausforderung. Es schwimmt. Es gibt unzählige Karten davon von Prag. Und nie passt eine wieder zur neuen Verschiebung. Wirklich? Ja. Schwimmt es? Ich weiß nicht. Auch, ja, aber ich weiß nicht genau, wie es aufgebaut ist. Seid ihr mit der Pause fertig? Durch den Nebel, durch den Nebel haben die Menschen dort auch das Gefühl, dass nicht nur Wasser unter ihnen ist, sondern quasi auch Wasser die ganze Zeit sie umgibt. Und dieser neblige Schleier ist quasi wie ein Schutz gegen alles andere. Und dass Inariel halt nicht reingucken kann und die Stadt halt nicht angucken kann, ist halt für die Einwohner, die da drin leben,
so ein Sicherheitsgefühl, ne? Wenn man angegriffen wird, der Feind weiß nie, wo er seine Geschosse hinschießen muss, ne? Oder wo er anzugreifen hat. Das Einzige, was man sieht, ist halt der Ausläufer von einer riesigen Brücke, die wahrscheinlich kilometerlang in den Nebel reinführt. Also es ist schon von außen schon ein Kilometer außerhalb des Nebels sichtbar. Ja, ansonsten wahrscheinlich eher nur per Schiff. Aber da man nicht genau weiß, wo man hinfährt. Also die große Brücke ist der einzige Fixpunkt im Grunde zum Reingehen, ja. Genau. Die wahrscheinlich auch gut bewacht ist. Die ist auch riesig. Aber der Himmel ist auch riesig. Also fix, das ist halt ein weiteres Wunder der angelitischen Kirche. Sind ja die Himmel, diese riesigen Gebäude, die man sich kaum erklären kann, weil sie so groß und riesig sind. Genauso groß und beeindruckend ist diese Brücke, weil sie einfach so gewaltig ist. Wahrscheinlich, wenn sie irgendwann mal kaputt gehen sollte, auch nicht wirklich wiedergebaut werden kann. Zumindest nicht von Menschen. Um in die Stadt reinzukommen, orientieren wir uns am besten an der großen Brücke. Von dort aus kommen wir gut in den Nebel und dann sehen wir auch den Himmel. Beziehungsweise wir sehen ja ein Stück vom Himmel über dem Nebel, aber ja, dann ist das doch gar kein der Problem, einzige Orientierungspunkt. Wollen wir die los? Brücke und der Himmel. Nein, wir machen doch noch Pause. Du denkst mich ab. Daniel, steh auf und lauf zu Daniel rüber. Ja. Prag ist gar nicht so weit weg von Nürnberg. Warst du schon mal hier? Nein. Aber das ist spannend. Hast du das gehört, was Liberiel gesagt hat? Ja, es klingt genauso dunkel wie Nürnberg, nur dass man sich viel schneller verlaufen kann. Ja, ist spannend, oder? Gibt keine Karte. Wenn du dich nicht in deiner eigenen Heimat auskennst, bist du in einem Angriff verloren. Ja. Die Angreifer kennen sich doch noch weniger aus, oder? Ja, und du hast keinen Vorteil, den du zur Verteidigung nutzen kannst. Die Beria hat gesagt, es gibt ganz, ganz viele Karten. Vielleicht gibt es da geheime Wege. Um was zu tun? Naja, was Daniel gerade gesagt hat, wenn man angegriffen wird, um zu fliehen, sich zu verstecken. Das sind Wege, die keiner finden wird. Ja, vor allem nicht die Angreifer. Wenn die Stadt heute nicht aussieht wie gestern. Die Leute leben da, die wissen, werden das schon wissen. Citariel? Ja? Können wir es uns anschauen? Also die Stadt meine ich, nicht den Himmel. Wir haben nicht vor, ewig hier zu bleiben. Wir haben eine Aufgabe, das weißt du noch, ja? Das weiß ich, natürlich. Aber ich denke mal, Liberiel hat ja was zu tun im Himmel und dann... Wir geben ein Buch ab. Wie lange glaubst du, dauert das? Also wenn ich das mache, dann ungefähr so lange. Hier, bitteschön. Wenn Liberiel das macht, weiß ich nicht. Es könnte länger dauern. Bericht schreiben oder so. Könnte auch unsichtbar sein. Die Menschen würden mich nicht sehen. Willst du nur wieder nackig rumlaufen? Nein, der hat Probleme mit Nacktheit. Der geht ja auch nicht gemeinsam baden. Das stimmt. Orieliten, einziger Orden von Nudisten. Unsichtbare Nudisten. Das ist nicht schlimm dann, ne? Um mal die Runde voll zu machen. Lyriel, du würdest dir das doch bestimmt auch gerne anschauen, oder? Da wachsen bestimmt verrückte Pflanzen. An jedem Tag woanders.
Das wäre sehr interessant, aber andererseits, dann weiß ich ja gar nicht mehr, wo ich die dann herbekomme. Ja, was machen eigentlich die Bauern, wenn sie ein Feld pflanzen und dann am nächsten Tag ist es weg? Auf den Inseln sind keine Felder. Das ist ja genau das Problem. Die sind alle außerhalb des Nebels. Ach so. Man ernährt sich hauptsächlich von Fisch. Man kann aber über Nacht halt die Fischernetze nicht draußen hängen lassen, weil wenn du sie am Ufer befestigst und sich das Land verschiebt, dann zerreißen die Netze. Aber das hat man schon vor vielen, vielen, vielen Jahren erkannt. Deswegen werden die Netze nur tagsüber rausgebracht. Am Tag verändert es sich nicht. Oh, ein köstlicher Fisch. Es gibt ganz viele Fischspeisen. Aha. Na dann freust du dich bestimmt darauf, wenn wir am Meer ankommen. Ich mag das Meer. Gut. Liberia war ja auch am Meer stationiert früher, ne? Mhm. Ja. Magst du das Meer auch immer noch, wenn wir darüber hinwegfliegen müssen? Oh, das war gemein. Ich mag das Meer auch, wenn wir drüber hinwegfliegen müssen. Auch wenn wir mehrere Tage... Ich habe was gegen das Fliegen. Guck mal, hier einen Schmollmund und zieh das Buch hoch und igel mich so ein bisschen ein. Ja, es ist in der Tat... Entschuldigung, ja, ruhig. Auf dem Meer gibt es keine Möglichkeit zu rasten. Deine Muskulatur muss noch viel stärker werden. Dann sinkt so ein bisschen das Buch, dass ich halb so halb drüber gucke. Dann müssen wir noch ganz lange hier bleiben, damit meine Muskulatur sich aufbauen kann. Und strahle. Dass ich eine Inwiefern Lösung gefunden trägt habe. Das Sitzen in einer Bibliothek deiner Muskulatur zu? Naja, man muss ja Pause machen zwischen den Trainingseinheiten. Das heißt, wir bleiben noch eine Weile? Ich bin nicht überzeugt. Naja, sieh mal so. Die Stadt liegt ja über dem See. Der See ist schon sehr groß, fast schon ein kleines Meer an sich. Und man kann jeden Tag viele Flugstunden über das Wasser machen und sich an die Begebenheiten über dem Wasser zu fliegen gewöhnen. Jeden Tag eine Stunde mehr. Wir können auch einfach über den Zulauf des Sees fliegen, weiter Richtung Meer, beziehungsweise den Abfluss. Damit du dich direkt an die kalten Luftströme gewöhnst. Ja, das könnte man auch machen. Aber es gibt auch Inseln. Wir müssen gar nicht direkt über das Meer fliegen. Man könnte erst weiter nach das Nordosten, glaube ich, fliegen und dann über einen Bogen und dann über die kleinen Inseln. Insel springen! Das ist eine Option, ja. Ich schätze, das werde ich entscheiden müssen, wenn wir angekommen sind. Ich würde am liebsten so wenig wie möglich Zeit verlieren. Natürlich. Von mir aus kommen wir auch weiter. Ich bin noch ganz kaputt. Blätter die nächste Seite um. Ich habe eher das Gefühl, dass du noch nicht fertig bist. Das vielleicht auch. Es ist so schwer zu lesen. Diese Sprache ist wie vergorene Milch. Genauso zäh und genauso sauer auf der Zunge. Ja, du hast die Sprache auch noch nicht wirklich entziffert. Also die einzige Möglichkeit, den Text überhaupt wahrzunehmen, ist, dass du ständig auf deine Kräfte zurücknimmst, was natürlich auch auslaugt. Ja. Ja, na klar. Und dann sind da Teile des Textes, die kann ich gar nicht mehr entziffern, weil die Schrift so uralt ist und die Tinte verwischt ist und verblichen ist. Das ist grauenhaft. Dann hat man so Milchbröckchen, die so Platsch machen. Ja, es ist genauso eklig, wie es sich anhört.
Zumindest hast du einen groben Eindruck davon, worum es in dem Buch geht. Es scheint eine Geschichtensammlung zu sein. Und es geht immer um eine merkwürdige, eine Person, die Wunder vollbringt und von Gott redet. Ja, da werde ich jetzt aber Vielleicht ein nichts Engel. weiterlassen. Wie Vielleicht war bitte? es ein Engel, wer weiß. Ja, vielleicht. Aber da werde ich jetzt erstmal nichts weiter zu sagen, wenn die anderen zuhören. Das müssen die ja nicht wissen. Ich würde mal auf dieses Waldstück gucken. Das ungefähr, also ich sage jetzt mal wie so ein Wald, den ich schon mal gesehen habe, oder komplett anders, kann ich da die Flora einschätzen? Ja, die Flora und Fauna unterscheidet sich nicht sonderlich von dem, was du kennst. Dann gucke ich kurz zu Liberil und dann zu Citharel. Nun, wenn wir noch etwas Zeit haben, könnte ich auch einfach, also könnte ich auch schauen, dass ich meinen Vorrat an Heilkräutern ein wenig aufstocke. Dann hätten wir noch ein wenig Zeit zu rasten und ich könnte wieder Beinwellsalbe ansetzen. Die ging ja doch gut weg auf unserem bisherigen Weg. Das klingt gut. Ich komme Aber mit. nimm Daniel mit. Nur für den Fall. Na gut. Daniel? Ja, dann würde Daniel sich aufsetzen, nimmt natürlich seine Waffe mit. Ohne geht er ja gar nicht los. Und schaut dann zu Lyria rüber. Du weißt, wo du hin musst. Ich werde es rausfinden. Dann lass uns losfliegen. Ja, dann, also ich gucke nochmal, Luril hat wirklich so ein minzi, winzig kleines Messerchen am Gürtel. Winzig klein. Und ja, das ist da. Und dann sich entsprechend in die Lüfte heben und dann ein bisschen über den Wald kreisen und halt mal schauen, wo es am ehesten wahrscheinlich was zu holen gibt. Ja, also soll dir gelingen, dass du da irgendwie Sachen findest. Nicht viel, aber ein bisschen was. Ja. Was du halt irgendwie Ich auch warte. wahrnimmst, wenn du ein bisschen, vielleicht bringt dich so der Flug ein bisschen näher an die Stadt ran auch. Und dieses. Je näher ihr der Stadt kommt, desto lauter wird dieses Geräusch, dieses Summen. Wie gesagt, ihr nehmt das inzwischen alle wahr, nur für Cetariel, Lyriel und Daniel ist es halt so, als man kann es irgendwann ausblenden, weil es halt ständig da ist. Es ist wie als wenn man neben der Autobahn wohnt, irgendwann hört man die nicht mehr. Nur bei Inariel ist es halt, weil es Inariel diese Schwankungen und Nuancen in diesem Summen wahrnimmt. Es ist halt kein statischer, kein monotones Ding, was man ausblendet, sondern weil es halt immer mal so ist. Ne? Also wenn man versucht, sich irgendwie so auf Musik irgendwie so ein bisschen trancemäßig einwirken zu lassen, dass man sie ein bisschen ignorieren kann, dann ändert sie sich, dann ist es halt auffällig. Deswegen schreckt Inariel immer wieder hoch. Ah, ich muss summender Ton. Bei Liberiel ist es ähnlich, wobei Liberiel daran gewöhnt ist, weil sie halt das Ding kennt. Und je näher ihr an die Stadt herangekommen seid, desto einfacher fällt es Liberiel auch, sich in die Kathedrale der Gedanken zurückzuziehen. Läuft alles schneller, die Verbindung. Das ist erfreulich. Ja, und Kann die ich dann auch Information. schneller übersetzen? Ja, das funktioniert tatsächlich auch schneller, ja. Perfekt. Was man also mitbekommt, oder was zumindest Citariel mitbekommt vom Übersetzen, ist, dass ich halt den Text lese und nebenher so
Querverbindungen zu Fragen entstehen, die so ein bisschen Verwirrung mit sich bringen und ja, auch so ein bisschen bohrende und nagende Fragen durchaus. So ein bohrendes, nagendes Gefühl. Du bist gemutet. Danke. Cetariel hat sich irgendwo im Meditationssitz in der Ecke gesetzt. Sie vertraut darauf, dass Inariel mit seinem Flöhen im Hintern darauf achtet, für den Fall, dass irgendwas sich nähert oder zurückkommt. Ja. Vielleicht hängt er auch gerade im Gruppenchat mit Lyriel und Daniel ab, um sich zumindest ein bisschen die Umgebung anzusehen. Ich weiß es ja nicht. Sodass ich mich da irgendwann so leicht rausklinke, dass die halt nur immer noch miteinander reden können, aber ich jetzt da nicht unbedingt den Monitor drauf habe, sondern mich dann nur bei Liberiel einschalte, sodass wir in einem Verbindung, die ihr untereinander habt, ist tatsächlich, die ist da. Mhm. Durch Cetariel ja auch immer hergestellt. Allerdings auch hier, je näher ihr der Stadt kommt, desto manchmal ist es wie, als wenn es flackern würde und man die Gedanken nur bruchstückweise mitkriegt oder so. Also ob es hin und wieder Aussetzer gibt. Und Cetariel muss sich da enorm anstrengen, um die Kraft aufrechtzuerhalten und die Verbindung hergestellt zu lassen. Mhm. Ja, dann wird man auch bei ihr so ein leichtes Unbehagen spüren. Und dann wendet sie sich an Liberia. Was beschäftigt dich? Das Buch. Ja. Je näher wir Prag kommen, desto leichter fällt es mir, es zu lesen. Aber desto mehr Fragen stelle ich mir auch. Ich habe jetzt schon einige Seiten gelesen und es scheint mir wie eine Geschichtensammlung zu sein. Von einem Reisenden, der von Gott spricht und auf seinem Weg Wunder wirkt. Ich frage mich, wer er ist. War er ein Engel, der zwischen den Menschen wanderte? Flügel wurden bisher nicht beschrieben oder Leute, die so, oder dass er so ist, sonst wie wir vom Äußeren her. Oder hat Gott ihm Engelskräfte nur gegeben? Hat Gott ihn mit seiner Macht erfüllt, so wie er auch unseren obersten Hirten, Petrus Secundus, erleuchtet und mit seiner Macht erfüllt? Und dann, naja, weißt du, was Secundus bedeutet? Der Zweite. Ich gucke zu dir rüber und nicke, auch physisch, und da dieses Nicken kommt auch mit so einem Ja-Genau-Gefühl bei dir rüber. Tatsächlich gibt es auch eine Geschichte in dem Buch, die Liberiel vielleicht sehr merkwürdig berührt hat. Da ist tatsächlich von einem Petrus die Rede, der mit dieser Gestalt umherzieht und der die Gestalt verrät. Da fragen in der Geschichte ständig irgendwelche Leute danach, kennst du den? Und dieser Petrus sagt immer, nein, den kenne ich gar nicht. Also leugnet ihn. Mhm. Moment. Und naja, wenn es einen zweiten gibt, gibt es dann einen ersten? Das gebietet die Logik, würde ich sagen. Hast du jemals von einem Ersten gehört? Es heißt immer nur, dass er schon immer da ist. Nein, aber vielleicht gab es einen Ersten, bevor die Engel auf die Erde kamen. Warum wissen wir dann nichts von ihm? Wir wissen so viel nicht über die alte Welt. Vermutlich, weil wir es nicht brauchen. Und vielleicht weil es gefährlich ist. Vielleicht, weil er etwas Schlimmes gemacht hat. Vielleicht hat er sich gegen Gott gewandt oder die Kirche. Die Namen von Ketzern werden schließlich nicht aufgeschrieben. Aber jemand, der die angelitische Kirche geführt hat und jetzt ein Ketzer ist? Menschen sind fehlbar. Wohin wurden wir dann, oder wurden die vor uns waren, dann geleitet? Welche Sünden haben wir auf uns geladen oder unsere Vorfahren?
die Engel, die vor uns hier waren und die, die vorher in der Kirche waren. Und was ist, wenn... Nein, den Gedanken will ich nicht weiterführen. Der ist blasphemisch. Ich glaube nicht, dass es Engel gab vor Petrus dem Zweiten. Sagen Sie nicht immer, dass wir erst mit ihm auf die Erde gekommen sind? Weil er Gott überzeugt hat, dass die Menschheit es wert ist, gerettet zu werden? Ja, aber dieser Reisende wirkt Wunder, so wie wir Engelwunder gewirkt haben. Vielleicht nur die Form, wie wir jetzt auf der Erde sind. Sind wir zum ersten Mal da, aber vielleicht ist er eine Vorform. Vielleicht war es der erste Engel. Vielleicht sollte er herausfinden, ob die Menschen es würdig sind, gerettet zu werden. Ich glaube, dass die Geschichte noch viel älter ist. Nun, die Welt ist alt, genauso wie Gott alt ist. Ja. Weißt du was? Ich glaube, ich habe genug gelesen. Es nagt zu sehr in meinem Gemüt. Vielleicht bin ich noch nicht so weit. Und damit klappe ich recht entschlossen tatsächlich das Buch zu. Soll ich es verwahren? Für den Fall, dass du schwach wirst? Ich werde nicht schwach. Nur ein Angebot. Danke. Wenn du mir nicht vertraust, dann gebe ich es dir natürlich, aber... Nein, nein. Ich vertraue dir. Danke. Ja, dann lege ich die Seiten wieder in diese Kiste rein, und der ist ja wahr, und klapp's zu und löse meinen Zopf auf, nehme das blaue Band da raus und wickel das so um die Kiste und mache eine Schleife oben drauf und verstaue es in meinem Bündel. Weißt du, was mich etwas ärgert? Was? Dass wir unser Wissen aus dem Himmel nicht mitnehmen konnten. Vielleicht wüssten wir dann, wer dieser erste Engel war. Vielleicht, ja. Glaubst du, dass unser himmlisches Wissen eine zu große Belastung für uns wäre hier unten? Keine Belastung. Ich denke, wir Menschen sind sehr verschieden, glaube ich. Ich hatte nicht mit so vielen sehr engen Kontakt. Eigentlich erst, nachdem ich auf meiner ersten Stationierung war. Aber ich glaube, ohne das Wissen aus dem Himmel können wir freier mit ihnen umgehen. Sonst wären wir vorbelastet mit dem Wissen, wären vielleicht festgefahren, könnten keine anderen Wege gehen. Und ich denke, das Wissen ist wie Macht. Wir würden die Menschen noch mehr einschüchtern. Es würde uns noch schwerer fallen, mit ihnen umzugehen und ihnen noch schwerer mit uns. Ich glaube, deswegen haben wir auch die Gestalt von Kindern, nicht wahr? Wenn du dir einen erwachsenen Menschen anguckst, der hat irgendwie mehr an manchen Stellen. Wir nicht. Und auf Kinder reagieren die Menschen eher freundlich. Sie sind hilfsbereiter, weniger streng. Sie haben keine Angst vor Kindern. Deswegen gibt man uns, wenn wir auf die Erde kommen, die Körper von Kindern. Und wenn sie uns dann, wenn sie die Körper wachsen sehen, dann können sie es annehmen. Aber Kinderkörper sind so schwach. Könnten erwachsene Körper nicht noch viel mehr von unserer Kraft aufnehmen? Könnten wir da nicht besser gegen die Traumsaat kämpfen? Ich glaube nicht. Du musst mal Lyriel fragen. Aber ich glaube, wenn man
Wenn ein Erwachsener sich verletzt, dann bleiben ganz leicht Narben. Hm. Es ist nur eine Vermutung. Ich fand die gut in diesem Heilungswissen. Ich mag kein Blut, weißt du? Und das habe ich bemerkt. Das Ganze andere, was so aus einem menschlichen Körper rauskommen kann. Aber ich glaube, Kindern heilen schneller. Also würde ich nicht sagen, dass ein kindlicher Körper schwächer ist. Und unsere Körper entwickeln sich ja. Sie wachsen und wir bekommen mehr Muskeln, was ganz schön wehtut im Übrigen. Und naja, damit wachsen ja auch unsere Engelskräfte wieder. Ich meine, wir haben mit anderen Kräften angefangen, als wir jetzt schon haben. Erst hatten wir nur die Signum-Kräfte. Jetzt haben wir schon die Siegelkräfte. Ich glaube, dass du recht hast, wenn du sagst, dass die Kinderkörper die Freundlichkeit des Herrn besser verkörpern. Er wird schon wissen, warum er uns sie gegeben hat. Die Gesichter von Erwachsenen sind oft so streng. Kindergesichter so, können lachen. So bärtig. Ja, von den männlichen Menschen, ja. Und so faltig, wenn sie alt werden, wie eine Schildkröte. Das sind Wasserbewohner, ne? Mit Panzer? Ja. Ja. Ob man sie essen kann? Du bist ein sehr merkwürdiges Exemplar unserer Art. Ist dir das bewusst? Nein. Warum? Du magst nichts, was aus menschlichen Körpern herauskommt, aber isst die ganze Zeit. Ja, na und? Nichts, ich sage nur, dass du sehr merkwürdig bist. Du meinst, ich sollte auch überlegen, ob man Menschen essen kann? Nein. Gut, dann bin ich erleichtert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie du darauf gekommen bist, aber ich möchte diesen Gedankengang auch, glaube ich, gar nicht nachvollziehen. Gut. Ja, möchten sich Miril und Daniel noch was unterhalten, wenn sie da unterwegs sind, oder... Ist das eine sehr ruhige und einseitige Sammelaktion? Während wir da so durch die Wälder laufen oder fliegen, würde Daniel mal fragen, Lyriel, kennst du Pflanzen, die einen stärker machen? Ich glaube, wir könnten sowas gebrauchen, wenn wir übers Meer müssen. Nun, es gibt verschiedene Aufgüsse, mit denen man, wie soll ich das sagen, die Seele stärken kann, die Motivation etwas hebt, aber also wirklich stärker machen. Es ist ja nicht so, als wäre es Zauberei. Es sind halt, es ist halt nur das, was die Natur geben kann. Also ich meine, ich als Raphaelit, ich verstehe gerade leider kein Wort, weil bei mir gerade wieder der Roboter zuschlägt. Oh nein. Okay. Wird's besser oder nicht? Oder? Ja, D-Rex hat halt ein Verbindungsproblem anscheinend. Okay. Mhm. Jetzt geht's wieder. Ja? Okay. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Oh nein. Fetzenweise. T-Rex, Internet, why you know, funktionieren. Okay. Also verstehst du mich jetzt gut genug, dass ich weiterreden kann? Nein, oh nein. Tja. Ich habe das Gefühl, Daniel und Miri unterhalten sich doch nicht. Oh Mann. Es wird also eher eine ruhige Sammelaktion. Ich
Geh noch mal kurz raus und komm wieder. Ja, was macht denn Inariel, während Liberiel, Citariel sich unterhalten und die anderen beiden weg sind? Ja, dass die sich unterhalten, kriege ich ja gar nicht mit. Die sitzen da und tun nichts. Das ist ziemlich langweilig. Ich gehe im Kreis um das Lager umher und versuche, dieses blöde Summen zu ignorieren. Aber da ich jetzt natürlich auch nur alleine bin und nur mit meinen Gedanken, ja, Citariel hat das schon richtig gesagt, um mich irgendwie abzulenken, werde ich auch mal bei Daniel und Lyriel, so gut es geht, mit dazuschauen und dann auch immer wieder im Lager hin und her gehen, gucken, was die machen, Ausschau halten, ob niemand kommt. Ja, was du beobachten kannst, sind halt die, also ein Pilgerzug vielleicht, der unten im Tal sich über die Brücke bewegt, in den Nebel herein verschwindet oder so. Also es sind Menschen unterwegs. Und ja, die Sonne ist ja im Begriff unterzugehen. Die Nacht steht an. Also was auffällt, ist irgendwie, die Nariel denkt sich ja, irgendwann müssen die Menschen, wenn die Sonne ja sinkt, irgendwann müssen sie bestimmt Licht machen. Mhm. Weil das machen Menschen ja normalerweise, machen irgendwelche Feuer an oder so, und ihr habt da auch ein Feuer angemacht, damit euch warm wird. Und dann muss man doch durch diesen Nebel irgendwann auch Lichter sehen. Ja. Und ja, und als die Sonne dann irgendwie wirklich hinter den Bergkuppen verschwindet, passiert genau das nicht. Also man sieht die Lichter der Pilgerzüge unten und vielleicht auch in dem am Festland irgendwie ein paar Fackelscheine oder so. Aber auf dem See im Nebel ist nichts zu sehen. Auch wenn die Pilgerzüge, wenn sie über die der letzten, den du noch so im Blick gehalten hast, also im Nebel verschwunden ist, irgendwann verschwinden die Lichter, als würde der Nebel sie einfach auffressen. Verändert sich das Summen mit der Tageszeit? Ja. Jetzt, wo es gen Abend ist, wird es ein bisschen leiser. Leiser? Also das weniger unangenehm für dich. Aber ist immer noch unangenehm, aber weniger. Ja. Dann höre ich mal Daniel und Liberiel zu. Wenn das meinst du nicht Lyriel? ja, genau. Ich meine Lyriel. Dieser Engel mit L immer. L und ja. L am Ende. Ja, alles schlimm. Alles das Gleiche. Nein, ja, wie gesagt, ich würde halt so ein bisschen erklären, ne, was, also ihm halt so ein bisschen sagen, was ich an, sag's mal, ansatzweise stärkenden Sachen oder motivationsstärkenden Sachen so habe. Dann würde ich halt nochmal, naja, ansonsten nicht als Raphael, also als Raphaelit kann ich ja andere stärken, aber auch nicht endlos, und ich muss ja leider auch mitfliegen. Hm. Erstens musst du mitfliegen. Und zweitens brauchen wir deine Kräfte, wenn wieder mal was Unvorhergesehenes passiert. Ohne dich wären wir aus dem Gebirge niemals rausgekommen. Ach was. Das hätte jeder andere Raphael auch geschafft. Außerdem. Ja, und ein Raphael, der nicht bei Kräften ist, hätte das nicht geschafft. Ja. Aber seien wir mal ehrlich, ohne dich wäre vielleicht auch nichts mehr übrig gewesen, was es aus dem Gebirge rausgeschafft hätte. Wir müssen einfach alle zusammenarbeiten und das tun, was wir am besten können. Und du musst deine Kräfte aufsparen, um uns zusammenzuflicken, wenn Inariel, Citariel und ich von der Traubensaat eins draufkriegen. Und das wird passieren, wenn ich mir anschaue, was aus der letzten Schar geschehen ist. Ja, wir müssen uns anstrengen. Wir haben ja eine Aufgabe noch zu erledigen. Und das ist gut. Und mit einem Satz höre ich einfach auf und pflücke halt so ein paar Kräuter und singen dabei so ein bisschen quasi die Kräuternamen vor mich hin und ach, das ist das und das. Ja, das wird und auch wofür ist das gut?
Wird auch zunehmend schwieriger, weil die Sonne ja untergeht und vielleicht muss Daniel mit seinem Flammenschwert Licht machen, damit du überhaupt noch ein bisschen was erkennen kannst. Ja. Das riecht nach Sollte das verbrannten geringste Kräutern. Problem sein. Und das hebt zum Beispiel die Stimmung. Und ich halte ihm halt irgendwas entgegen. Und, ja. Boah, aber so langsam. Ja, ein bisschen was habe ich jetzt zusammen. Nicht ganz so viel wie gehofft, aber ich sehe schon kaum noch was. Ich würde sagen, vielleicht fliegen wir lieber zurück. Ja, ist glaube ich besser. Wenn es dunkel ist, wird es auch gefährlicher. Ja. Wenn ihr zurück seid, brechen wir auf. Ist gut. Gut. Dann wird man halt entsprechend Platz suchen, wo nicht ganz so viele Bäume stehen, dass wir halt fliegen, also losfliegen können. Und nicht mit den Flügeln den Einen halben letzten Wald mitnehmen. Löwenzahn pflücken. Hm? Noch einen letzten Löwenzahn pflücken. Oh ja. Mein Daniel ins Gesicht pusten. Möchtest du vorfliegen, Liberil? Du kennst dich ja am besten aus. Ich bin nie groß aus dem Himmel rausgekommen. Ich bin damals nur nach Süden geflogen. Und unsere Schar von jungen Engeln wurde von älteren Engeln begleitet. Die haben den Weg gewiesen. Dann suche ich den Weg. Ich würde jetzt Ausschau nach der Brücke halten. Der Anfang muss beleuchtet sein. Das ist der beste Fixpunkt. Ja, ich habe gesehen, dass sie mit Fackeln, mit Lichtern auf der Brücke waren, aber man sieht dort gar nichts. Müsste nicht Nebel auch von unten beleuchtet sein? Ich sehe keine Stadt, da sind keine Lichter. Der Nebel ist halt dicht. Sehr dicht, würde ich sagen. Na dann, lasst uns. Aber die Menschen mögen den Nebel. Wir fliegen so nah, dass wir einander sehen können. Ja. Ich will keinen von euch in dieser Wolke verlieren. Lasst uns so weit oben wie Inariel hat, möglich fliegen. vielleicht kommt Inariel auf die Idee, dass man diesem Ton einfach folgt, weil der scheint halt, je näher man sich der Stadt nähert, halt immer lauter zu Ja. werden, ne? Ich bin recht zuversichtlich, dass ich weiß, wo es hingeht. Und dann fliege ich los. Wenn ihr in den Nebel eintaucht, ja, sieht man halt wirklich vielleicht einen halben Arm weit oder so, ist halt wirklich dicke Suppe an Nebel. Und ja, wenn alle erwarten, dass es irgendwie Lichter gibt, es gibt in der Tat keinerlei Licht. Die Sonne ist untergegangen inzwischen. Doppelt dunkel quasi, Nebel und Sonnenabstinenz. Aber irgendwann kommt man durch diesen ersten Schwall von dicken Nebel halt durch und sieht halt nur so schwabrigen Nebel und kann jetzt ein bisschen weiter sehen und die ersten Gebäude werden dann irgendwann auch erkennbar. Und es ist halt komisch für eine Stadt, die ja im frühen Abend ist, weil normalerweise müssten halt wirklich Fackeln oder Lampen brennen, aber hier ist kein Lichtschein irgendwo. Es liegt, wirkt halt verlassen, würde man sagen, wenn man es nicht kennt. Warum machen Sie kein Feuer? Die Menschen mögen es nicht, wenn sie gesehen werden. Deswegen ja auch, deswegen mögen sie den Nebel ja auch so gerne. Der Nebel ist Schutz. Wenn man Licht anmacht, ne, dann ist ja der Schutz weniger wirksam. Aber sterben Sie dann nicht, wenn es Winter wird? Naja, in den Häusern wird schon Licht sein und Feuer. Aber die Fensterläden sind halt zu. Es kann ganz schön zugig werden. Die Menschen wissen schon, wie man das abdichtet.
Generell weiß Liberiel auch, dass es irgendwie um den Himmel herum und um die Zitadellen herum immer warm ist und der See auch nicht zufriert und auch im Winter irgendwie immer, es ist eigentlich auch, ja, hier ist es in Prag halt immer, also nicht angenehm, es wirkt im Winter schon kalt, aber nicht so kalt, dass man erfrieren würde. Und davon abgesehen, der Gott, unser Gott achtet auf uns. Das Feuer sind zum Kochen da, zum Wärmen ganz im tiefsten Winter, wenn es wirklich mal bitterkalt wird. Ansonsten, ja, je näher man an der Zitadelle wohnt oder am Himmel, desto wärmer ist es. Faszinierend. Ein wahres Wunder. Ja. Ich finde, alle Himmel sind irgendwie Wunder. Findest du in der Dunkelheit die Landeplattform? Klar. Dann los. Ja, jetzt ist es, wenn ihr euch noch nähert, noch eindeutiger, dass dieser summende Ton ganz eindeutig vom Kopf des Himmels zu kommen scheint, oben aus der Blüte dieser Pflanze, die nach oben halt sich ausstreckt, wie so einzelne Blütenblätter sich nach oben erstreckt. Unterhalb davon ist die Flugplattform. Und wenn ihr landet, seid ihr auch erstmal alleine auf dieser Plattform. Alle Fensterläden sind, wie Liberiel das irgendwie gesagt hat, geschlossen. Kein Empfangskomitee oder sonstigen irgendwas da. Und ja, Inariel, als er landet, und vielleicht auch Daniel, die anderen werden das gar nicht so richtig wahrnehmen. Aber ihr landet und habt kurz das Gefühl, so ein bisschen zu schwanken. Also Daniel, weil er das irgendwie vom Kampftraining halt gewohnt ist, auf seine Umgebung zu achten. Und es ist auch wirklich nur ganz minimal. Aber Inariel, weil er davon halt Ahnung hat, und Daniel halt wegen dem Kampftraining, ihr nehmt das wahr, dass es halt so ein bisschen schwankt oder zuerst schwankt und dann leicht abfällig ist. Also nicht genau gerade, diese Plattform. Ganz, ganz minimalen abfälligen Winkel hat. In welche Richtung? In Richtung Stadt oder in Richtung Himmel? Richtung Festland. Wobei das ja auf der mittleren Insel ist, das also ist ja umgeben von mehreren Inseln, der Himmel ist auf der mittleren Insel, aber aus der Richtung, wo ihr herkommt. Liegt ja mitten im See und quasi ist quasi das Zentrum, von daher ist es halt egal, in welche Richtung, ist immer irgendwo Stadt auch. Ja, ich tatsächlich hier, um mich hier zu orientieren, werde ich auch meine gottgegebene Gabe, die Augen des Wächters, benutzen, um wirklich auch in tiefster Nacht sehen zu können. Und dann, wenn ihr alle gelandet seid, würde ich sagen, Vorsicht, ein bisschen nach vorne beugen beim Landen. Ja, für die anderen ist das überhaupt, das ist halt nun total eben. Außer für Daniel und Inari, die merken das halt, dass es halt minimalst uneben ist. Ist hier niemand? Man rechnet nicht mit uns, nicht wahr? Lasst uns ein Stück reingehen, dann sollten wir auf jemanden stoßen. Ich gehe nochmal zum Rand der Plattform, guck runter in die Stadt. Naja, in den Nebel. Wenn ich das nicht besser wüsste, würde ich sagen, es ist niemand hier. Man kann auch keine Geräusche aus der Stadt hören, weil dieses Summen die ganze Zeit alles überdröhnt und hier oben auf der Plattform ist es fast unerträglich laut inzwischen. Wie fast geht an der es Quelle sein. Ja, Zitar, die Kräfte sind halt echt schwer jetzt aufrechtzuerhalten für Zitariel. Noch schwieriger als halt vorher schon. Und vielleicht hat Zitariel so ein bisschen den Eindruck, als ob. Also, so ein bisschen fühlt sie sich erinnert an die ersten Stunden, die sie auf der Erde war, wo halt alle Stimmen durcheinander gesprochen haben. So ein bisschen, als ob als ob ganz viele Stimmen von außen in eure Verbindung reindrängen wollen. Nicht wirklich da rein sind oder so, aber die sind halt da und es gibt so ein Hintergrundrauschen in der Verbindung, die halt unangenehm ist. Und wenn Zitariel sich darauf konzentriert, meint sie irgendwie so einzelne Stimmen zu hören.
Nee, jetzt mal nicht, kannst nicht wirklich was verstehen, aber es scheint, ist halt, hat so ein. Könnten Stimmen sein. Ja, es ist. Ihr hört es jetzt auch, oder? Dann sagen wir mal Hallo. Mhm. Ja. Weiß. Hallo! Ja, so kann man auch Hallo sagen. Weiß ich denn, dass es irgendwo jemanden gibt, der ja durchaus die Flugplattform irgendwie im Blick behält, dass ich weiß, wo man einen Ansprechpartner findet? Ja, am Tor wird garantiert jemanden Wache halten. Weil was Liberia weiß, ist, dass es gibt die sogenannten Prüfer. Und das ist halt eine Unterabteilung des Klerus hier. Und die haben nur eine einzige Aufgabe, nämlich zu jeder Zeit hundertprozentig zu bestimmen, wie viele Leute und wie viele Engel sich im Himmel aufhalten. Also der einzige Himmel auf der Welt, in dem jederzeit genau gewusst wird, wer drin ist und wie viele das genau sind. Wir müssen uns den Prüfern begeben. Und uns dort anmelden, damit sie notieren können, dass wir hier sind. Gut. Dann mal, wo es hingeht. Es wird auch alles buchgehalten. Also es gibt auch dann Listen, wo man genau für jeden Tag nachlesen kann, wer im Himmel war und wie viele das waren. Ja, ich würde dann mal die Richtung festlegen und mal den Weg dorthin einschlagen. Und tatsächlich sind dann dort Monarchen. Mit in Priestergewandung des Ramielsordens, die an einem Steinplateau stehen und hinter dem Steinplateau stehen und die ganze Zeit so auf diese Steine herunterblicken und dann erst kurz bevor ihr irgendwie an sie herantretet, erst aufblicken und dann euch kurz mustern. Ah. Ramiel zum Große. Fremde. Ramir zum Gruße. Mein Name ist Cetaria, dies ist meine Schar. Wir befinden uns auf dem Weg nach Norden und auf unserem Weg ist uns ein Schriftstück in die Hände gefallen, was meine Ramielitin als erhaltenswert erachtet hat. Der Himmel ist schon geschlossen. Die Sonne ist untergegangen. Klick mich mal bei Liberia ein. Der Himmel ist geschlossen. Ja, ich wollte auch gerade fragen, ist das normal, dass die zu Sonnenuntergang die Tore schließen? Da Liberia sich nie groß darum gekümmert hat, rauszugehen, während sie da war, hat sie das vielleicht noch nie aufgefallen. Ja, das ist so ein Gefühl von 3 Punkten. Ich weiß nichts davon. Könnte gut sein. Warum sollte man den Himmel auch generell verlassen? Das ist ja. Ich überspiele das mal ganz gekonnt mit meinen unglaublichen politischen Skills. Nun gut. Wann öffnet er denn? Mit Sonnenaufgang. Verstehe. Ist es denn so dringend? Guck Liberiel an. Für wie dringend erachtest du die Sache? Die Geschichte, der Text scheint sehr alt zu sein und ich erachte es für gut, wenn er hier in den Kammern der Rameliten sicher verwahrt wird und sich ein älterer Engel oder ein älterer Mönch, der die Freigabe dafür hat, damit auseinandersetzt. Er könnte von historischer Bedeutung sein. Ist da wirklich physisch ein Tor, das geschlossen ist? Ja. Davon abgesehen haben wir einen langen Flug hinter uns und noch eine weite Reise vor uns. Ein ruhiges Quartier wäre wünschenswert.
Blickt so nach unten auf die Steinplatte. Blickt so ein bisschen mit den Händen da drum rum. Guckt dann wieder hoch. Macht so einen wartenden Eindruck. Guckt dann wieder runter. Wie waren die Namen? Zitariel ist unsere Michaelitin und führt diese Schar. Unser Gabrielit ist Daniel. Unsere Raphaelitin ist Lyriel. Dies ist Inariel, unser... Ich vergesse mal den Begriff. Uriel. Unser Urielit und mein Name ist Liberiel. Nimmt so ein Schriftstück irgendwie von hinten sich aus so einer Kiste und schreibt die Namen auf. Nun, wir können euch ja nun nicht hier draußen in der Nacht auf der Plattform stehen lassen mit einem wichtigen Auftrag. Eine Sondergenehmigung sollte kein Problem sein. Allerdings müssen wir jetzt die Dokumente ändern. Das tut mir leid. Das dauert einige Minuten. Wir entschuldigen die Umstände. Ja, er schreibt so auf seinem Papyrus ein bisschen herum und dann macht er so eine Seitentür auf und reicht die irgendwie so durch die Seitentür. Irgendjemand anderem, den man kaum sehen kann, hinter dieser Tür. Und dann dauert es nochmal 15 Minuten und dann hört man so ein Geratter und dann würden die dicken Schlösser des dieses großen Tors aufgebrochen und diese riesige Flügeltür geht so ein Spalt weit auf, sodass man genau eine Person reinkommt. Zitariel, hast du trotz der Kopfschmerzen unsere Verbindung an oder nicht? Ja, sie bemüht sich, aber man merkt halt, dass es sie unglaublich anstrengt und man merkt ihre große Verwirrung darüber, warum das jetzt so ist, weil das ist ja noch nie passiert. Dann merkst du, wie Inariel weniger an Worten als in Bildern zeigt, wie du vorhin gesagt hast, wie lange kann das schon dauern und Inariel einfach nur so ein Buch hingegeben hat. Und ich schaue auf diese Listen. Ich gebe Inariel einen imaginären Keks. Ich schicke ihm so ein Bild von so einem Keks rüber. Mit so einem Schleifchen drum. Ja, wenn ihr euch dann durch das Tor durchbewegt, steht hinter dem Tor stehen drei weitere klerikale gekleidete Menschen. Zwei Frauen und ein Mann. Und der eine zählt nur. Eins, zwei, drei. Der andere sagt Michaelitin, Raphaelitin. Und der dritte sagt männlich, weiblich. Und dahinter taucht dann noch ein kleinerer auf, der im Schatten gestanden hat. Der schreibt das Ganze auf. Pokerface, ich lass mir nichts anmerken. Und hinter euch wird die Tür wieder geschlossen. Wird die abgeschlossen? Ja. Kraftzahl, genau. Eins, zwei. Ein Engel. Zwei Engel. Ja. Okay. Ich nehme an, wir werden zu einer Zelle geführt, wo man uns einschließt für die Nacht. Ja, ihr bekommt wie in Nürnberg auch halt so einen Zellentrakt zugewiesen, der für Gäste ist, ja. Mhm. Okay. Immer diese spartanisch eingerichteten Zellentrakte. Was ihr merkt, wenn ihr durch die Gänge lauft, die Gänge sind über und über mit Regalen bewehrt. Überall liegen Schriftrollen und Bücher drin. Ich beobachte mal Liberiel. Die strahlt. Wenn sie irgendwo lang geht, ja, die engen Gänge, sie streift überall mal mit den Flügeln lang. Wenn wir an Regalen vorbeikommen, hört man dann auch mal das Rascheln von Papier, wenn ich Rollen aus dem Regal wische. Aber irgendwie hebt sie die mit Begeisterung auf und tut sie zurück ins Regal und fährt dann so mit dem Finger über das Regalbord. Es sieht ein bisschen aus, als wenn sie wirklich ja, glücklich wäre und heimisch. Und das strahlt auch so ein bisschen in diesen Kanal rein. So die ganzen
schweren Gedanken von Pandariel, den wir zurückgelassen haben, von der gestorbenen Schar, von den abgestellten Gefühlen und der innere Zwist und so ein bisschen diese Verwirrung über dieses Buch, das fällt hier ab von ihr. Es ist für sie wie ein Nachhausekommen und man merkt auch, dass sie ganz tief einatmet, so diesen Geruch von Büchern, von Wissen, die Atmosphäre förmlich aufsaugt wie so ein halb ausgetrockneter Schwamm. Okay. Ja, ich laufe hier ein bisschen verwirrt umher, weil hier ist nichts, hier ist dieses Summen. Das war's auch. Das ist ja furchtbar. Das ist ständig hier, ja. Und das ist jetzt für die anderen halt auch so präsent, dass es halt echt auch störend ist. Da hinten den Gang runter und dann die Treppe hoch. Da geht's hoch in die große Bibliothek, die auch für andere, für die jungen Engel zugänglich ist. Aber anmelden müsst ihr euch trotzdem. Und dann dahinter kommen dann aber die Bereiche, die geschlossen sind. Da braucht ihr eine extra Genehmigung. Also nicht, dass ich lesen könnte, aber ich darf das bestimmt auch nicht. Naja, mit Anmeldung. Mit Anmeldung darf ich lesen? Naja, die anderen Himmel, da kann man das ja durchaus lernen. Auch wenn nicht viele Engel das machen. Aber die einfachen Texte, da könnt ihr vielleicht auch Zugang zu erhalten. Wenn es euch interessiert. Muss ja auch nicht. Wie war das eigentlich bei Daniel, der musste ja in seiner Ausbildung dieses Gebet auswendig lernen, indem er es abgelesen hat. Heißt das, der kann da nur diesen Text oder kann Daniel allgemein lesen? Wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass ihr generell die normale lateinische Schrift könnt, ja. Also lesen ist ja grundsätzlich verboten, weil es böse. Aber wir hatten uns ja vorher darauf geeinigt, dass ihr das gelernt hattet. Zumindest in groben Zügen. Liberiel, du hast gesagt, ihr habt ihr Traumsaatwissen, das wir nicht haben. Kannst du mir das zeigen? Nein. Übrigens, was Licht angeht, es gibt keine Fackeln hier. Das Einzige, was Licht macht, sind Steine, die leuchten. Also das Mauerwerk ist halt durch mit Steinen verziert, die leuchten an der Decke. Lange. Kenn ich sowas? Bei euch waren Fackeln. Komm ich da ran? Klar. Dann fasse ich die an. Sind die warm? Nee. Wie hell sind die? Kann man da reingucken? Die machen so ein kaltes Licht. Ich klopfe mal gegen. Inariel? Ja. Fühlt sich nicht an wie Stein. Eher nach Glas oder Plastik. Mit hängenden Schultern und hängenden Flügeln wie wieder zurück. Ja. Zitarelli ist merklich angespannt. Die ganzen... Ich nenne es jetzt mal Interferenzen, mir fällt kein besseres Wort dafür ein. Die ganzen Störungen in ihrem Kopf machen ihr zu schaffen. Vor allem diese Stimmen, die da die ganze Zeit mit rein wollen, die da nicht reingehören. Was zur Hölle? Wir sind so ein bisschen synchron mit diesem summenden Geräusch. Sagen die irgendwas? Nichts, das du verstehen könntest. Mehr so, als wenn du halt irgendwie so auf dem Marktplatz stehst und alle Leute reden um dich herum und aber in einer anderen Sprache. Ja, das macht dir auf jeden Fall zu schaffen. Und sobald wir halt in unserer Zelle sind, würde ich dann auch die Verbindung einfach abbrechen. Weil der Kopf ist zu voll. Ist das dann immer noch so schlimm? Dann hörst du nur noch das Summen. Ja, die Verbindung bricht ab und Zitari, sobald die Tür zu ist und ihr und wir alleine sind. Ja, das ist... Was ist das? Für Liberiel ist es irgendwie gerade sehr angenehm, vor allen Dingen, weil der Liberiels Geist so halb und halb mit ihrer Kathedrale der Gedanken verschwimmen zu scheint. Und du kannst das ja relativ klar trennen. Immer wenn du halt deinen Spruch aufsagst, dann gehst du da drüber.
Aber es ist halt jetzt hier so einfach, einfach, du könntest so ein Auge schließen und so halb in die eine Welt und halb in die andere abdriften. Es geht so, so einfach hier. So dass es halt irgendwie so ineinander übergeht. Liberius steht mitten im Raum und dreht sich einmal begeistert im Kreis mit ausgestreckten Flügeln und Armen. Zu Hause! Wie viel Platz ist in diesem Raum? Oh, genug kann. Okay. Oh, Entschuldigung. Warum ist mein Kopf so voll? Warum Kopf voll? Alles gut, Zetariel? Soll ich nach dir sehen? Ich weiß nicht. Ich... Könnt ihr das nicht spüren? Oh, doch. Das nervt. Ich höre und spüre dieses Summen. Meinst du das? Nein. Sobald ich versuche, mit euch in Kontakt zu bleiben, habe ich das Gefühl, als wären da Stimmen. Andere Stimmen. Als wäre ich auf einem Marktplatz und alle reden und reden und reden und es hört nicht auf. Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gehabt. Das war ganz am Anfang, wo ich es noch nicht kontrollieren konnte, aber das entzieht sich meiner Kraft. Ich kann sie nicht aussperren, aber wenn ich mich auf sie konzentriere, kann ich sie auch nicht verstehen. Dann, wir brauchen das ja jetzt nicht. Wir sind ja zusammen. Wir können auch so miteinander reden. Ich weiß, das machst du nicht gerne. Aber warum ist das so? Wir sind doch in einem Himmel. Erinnert mich das, was sie beschreibt, an die Halle des Lichts? Ja, so ähnlich halt. Da reden halt auch alle durcheinander. Ja. Ich stutze also und mustere dich interessiert. Wir sind doch in einem Himmel. Hier sollten wir uns doch am wohlsten fühlen. Sie tut das. Ich fühle mich sehr wohl. Meine Kathedrale ist ganz nah. Ich kann gleichzeitig hier und gleichzeitig da sein. Aber ich höre doch nicht deine Kathedrale. Oder? Nee, da bin ja nur, also, ja, da bin im Grunde nur ich drin, aber halt auch, naja, schon irgendwie andere. Halt, wenn ich da hin rein gedacht habe, sozusagen. Kann ich da mit rein? Naja, nee, nicht du als du. Kann ich halt da reindenken. Ich sehe so ein bisschen verlegen aus und drehe so ein bisschen auf der Stelle. Mit so ein bisschen Röte, die in die Wange steigt. Ich schiehe so zu Daniel rüber. Aber was du beschreibst, es gibt in unserem... Es gibt noch andere Räume außer die einzelnen Kathedralen. Jeder Engel hat halt seine eigene Kathedrale, also jeder Ramelit. Ein Refugium, wo nur er Zugriff drauf hat und sein Wissen abspeichert und ablegt und sortiert und strukturiert und sich das einrichten kann, wie er will. Das alles ist Teil des Landes hinter dem Horizont. Aber da solltest du gar keinen Zugriff drauf haben. Das Land hinter dem Horizont. Ja, aber was sind das dann für Stimmen? Das weiß ich nicht. Das, was du beschreibst, das klingt ein bisschen wie die Halle des Lichts. Da sind auch ganz viele Stimmen. Es ist halt ein Ort, wo alle Ramieliten sich treffen können. Halt wie ein großer Marktplatz. Stell es dir wie das große Atrium im Hause von in Roma Aeterna vor. Eine gigantische, lichtdurchflutete Säulenhalle. Und wo ist die? Ja, aber... Naja, im Land hinterm Horizont. Wo ist das? Das ist da, wo die Ramielit mit ihren Gedanken hingehen können. Aber sie sollte da gar keinen Zugriff drauf haben. Ich weiß nicht, ob Michaeliten das vielleicht auch können. Das verwirrt mich.
Ich würde jedenfalls mal zur Zitare gehen und halt mit meinen Möglichkeiten soll heißen, das sehende Auge erstmal schauen, ob tatsächlich irgendwas los ist oder sie hört einfach nur, dass man Störgeräusche hat, wo ich nichts gegen tun kann. Ist nicht krank und hat auch keine Verletzungen jetzt, also außer die üblichen, die du ja schon öfters mal wahrgenommen hast. Ja. Nein, also ich kann leider nichts für dich tun. Schon in Ordnung. Ich sollte mich ausruhen. Das Ganze strengt mich unglaublich an. Ist so schade, dass du das nicht magst hier. Ich guck so halb, vielleicht so halb beleidigt, aber halb auch total enttäuscht rein. Ich krieg das gar nicht so richtig mit. Wenn das morgen alles offen ist, dann kannst du es uns jetzt ja zeigen. Nee, ich kann euch ja nicht alles zeigen. Ihr seid keine Ramieliten, ihr habt nicht überall Zugang. Und nein, schon ich wieder kann nicht. Dir wahrscheinlich. Ich kann dir nicht einfach den Weg Gabriels zeigen, wo das Wissen der Traumsatt ist. Da bräuchtest du. Müssen wir gucken, ob du einen Zugangsschein bekommst. Ich meine, du bist ja ein Gabrielit. Vielleicht lassen sie dich rein, aber. Garantieren kann ich dir das nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob du die Texte lesen könntest. Vielleicht sind sie auch viel zu kompliziert für dich. Vielleicht habt ihr Skizzen. Bestimmt irgendwo auch ein paar. Das ist stimmt, das ist eigentlich viel besser, wenn man einfach, wenn man da nicht so viele Buchstaben in den Büchern hätte, sondern viel mehr Bilder. Ich mochte auch die, ich habe schon mal ein Buch gesehen, in dem ganz viele Pflanzen drin waren. Also auch echte. Ein Herbarium, ist das so? Juriel hat da sowas auch, oder nicht? Ja, ich überlege auch kurz, ob es das war. Aber ich glaube, das war letzte Mal das Liberial, das ich tatsächlich angeguckt habe. Aber da war Liberial ja in Meditation. Ja, sowas gibt es. Da sammelt man getrocknete Pflanzen drin. Ja, das ist spannend. Naja, ich finde Pflanzen im Garten schon irgendwie hübscher. Oder in der Suppe. Oder auf dem Braten. Was für Inariel hier merkwürdig ist, irgendwie, Inariel ist ja durch diesen Summton die ganze Zeit abgelenkt an einerseits, andererseits ist er ja generell ihm, also durch sein Urielitentum immer so, dass er seine Umgebung halt ständig abcheckt und genau einsortiert und alles genau, ja, die Lage von allem genau kennt. Das ist so ein Gefühl, was er hat. Und während ihr hier so sprecht und nebeneinander in diesem Aufenthaltsraum steht, irgendwie, es ist irgendwie, dieser Himmel muss falsch gebaut sein. Auch hier, der Boden, auf dem ihr steht, ist leicht schief. Ihr steht alle so. Also, dass du merkst, dass du so das eine Bein ein bisschen mehr belasten musst, weil du halt schief stehst. Aber irgendwie scheint keine Ahnung, die anderen scheinen das nicht zu bemerken. Wir haben doch Wasserschläuche dabei. Ich lass mal ein bisschen Wasser auf den Boden tropfen. Ja, es fließt halt in eine Richtung, sammelt sich dann an der Wand. Was machst du da? Guck mal. Ja? Der Boden ist nicht gerade. Du hast ihn nass gemacht. Ich geh mal was zum Aufwischen suchen. Wir sollten jetzt ein bisschen schlafen. Ja. Das denke ich auch. Obwohl das Summen leiser geworden ist nachts. Ich mag es. Es sagt mir, dass ich zu Hause bin. Das freut mich für dich. Wie gesagt, wenn das irgendwann aufhört, dann ist das Ende der Tage gekommen. Und es sagt, dass alles gut ist. Darauf vertraue ich dann einfach mal.
Es heißt, wenn das so weggeht, wenn es aufhört, dann geht die Welt unter. Also seid froh, dass es summt. Zetari sitzt bereits so in der Ecke, eigentlich beim Meditieren, und wenn Liberil das sagt, dann geht so ein Auge auf. Und dann geht sie wieder in die Meditation rein und tut so, als hätte sie das nicht gehört, als ob das Schicksal der Welt von einem Summen abhängig wäre. Meine Güte. Und das Symptom des Wissens. Es ist übrigens auch so eine berühmte ramelitische Begrüßungsformel, die man sich hier in der Stadt halt immer sagt gegenseitig. Numquam silentium. Niemals Stille. Numquam silentium. Ich lerne heute noch sehr viel über meinen eigenen Himmel. Num. Und generell ist dieses Summen halt auch in Prag bekannt als Jemeriels Gesang. Jemeriel ist ja der Erzengel des Ramelien. Jemeriels Gesang. Wir hatten jetzt so einen Raum, also Gästequartiere sozusagen. Ja. Ich gucke erstmal, wenn sich jetzt alle tatsächlich in Meditationen begeben, möchte ich mal. Ja. Vor allen Dingen jetzt, wo Zetaria nicht guckt mit ihrem. Richtig! Möchte ich mal die Tür öffnen, eine Wasserflasche mitnehmen. Ja. Und ich möchte dieser Schräge folgen. Ich möchte wissen, wo das hingeht. Ja. Ja, ist alles gleich schräg quasi. Wenn du dem folgst, sind sehr viele verschlossene Türen, denen du ausweichen musst zwischendurch, aber irgendwann kommst du halt an den Rand quasi, wo es ein Fenster nach draußen gibt. Dann geht das Fenster auf? Ja. Dann fliege ich raus. Dann fliegst du raus. Und, nein, jetzt müssen sie alle wieder die ganzen Nonnen ein Engel weniger. Das ist okay. Und ich möchte mal so im Kreis um diesen Himmel drumherum fliegen auf der gleichen Höhe und zu gucken, ob der Turm irgendwie schräg steht. Wenn ich das sehen kann, schwierig. Ja, ist ja der Nebel ist ja da. Mhm. Von daher ist es schwer einzuschätzen, ob der jetzt richtig schräg ist oder nicht. Also wenn, dann nur minimalst. Ja, dann drehe ich einfach mal eine Runde um den Turm und hoffe, dass das Fenster dann auch wieder offen ist, wenn ich da bin. Ja. Und komme dann wieder rein. Karte! Jetzt wäre deine Gelegenheit, in die Stadt zu fliegen. Ja. Genau. Und ja, dann wandere ich noch ein bisschen durch die Gänge, aber gehe dann auch wieder zurück. Ja. Du kommst dann irgendwann so, wenn du durch die Gänge Strom hast, halt irgendwie, gibt halt so einen Gang, der ist heller beleuchtet als die anderen. Da sind diese Steine halt mehr. Und es scheint so. Oh, die Steine kann ich mir jetzt angucken. Ja, kannst du machen, ja. Was willst du denn gucken? Ich kenne nur Feuer, das Licht spendet. Ist das vielleicht. Ich habe auch schon mal gesehen, dass das mit so polierten Oberflächen kann man das Licht auch weiterleiten. Ist das vielleicht so gemacht? Sind da irgendwelche Spiegel drin? Ich gucke das an. Ich versuche drauf zu kommen, was das sein könnte. Oder ob es einfach. Ich glaube, ich gehe danach. Sieht aus wie ein Stein, fühlt sich aber an wie Plastik oder Glas. Ja, wahrscheinlich ist es Magie. Oder naja, ist Magie Ketzerei? Dann ist es ein Wunder. Ein Wunder, ja, das ist halt ein Himmel hier. Das muss ein Erzengels-Wunder sein, ja. Das ist ein Wunder. Gut. Steine, die leuchten, ja. Ja, das ist ziemlich praktisch. Mhm. Hat man so einen Stein, der so ein bisschen exponiert ist, dass man ihn mitnehmen könnte? Nee. Schade.
alle fest. Du kannst dir versuchen, kaputt zu machen, aber. Nein, das stimmt nicht. Ja, in diesem einen Raum, der ein bisschen heller ist, wenn du da reinguckst, sind halt irgendwie, es sieht ein bisschen wie so ein Vorlesungsraum aus. Mhm. Wie so ein Klassenzimmer. Viele hölzerne Bänke, auf denen so Glasscheiben liegen. Ja, ich nehme mal einen in die Hand. Und die wirkt quasi sofort an, die ist ja zuerst durchsichtig, wie Glas halt. Und dann kommt sofort Schrift auf diese Glasfläche, als du sie hochhebst. Dann zeigen sich Muster und Symbole. Das ist ziemlich spannend. Ich schüttel das mal. Ich weiß nicht, ob ich drauf komme, darauf rumzudrücken. Irgendwann wird dann neben dir die ganze Wand irgendwie anfangen, durchsichtig zu werden, und auf der Wand werden auch diese Schriftzeichen projiziert, irgendwie da langlaufen. Sind das die gleichen? Nee, andere. Blättern kann man das nicht. Ich versuche mal. Das ist eine Glasscheibe. Was macht man damit? Verändert sich das, was da zu sehen ist auf meiner Glasscheibe? Ja, es sind halt immer Muster und Schriftzeichen. Irgendwie die kannst du allerdings nicht lesen. Aber es sind halt immer mal wieder dieselben, ja. Versuch die mal mit dem Finger so nachzufahren, diese Buchstaben. Ja, dann zieht vielleicht das so Linien hinter sich her. Ui! Kann darauf malen. Ja, mal damit. Das ist spannend. Ich mal das Uriels Auge. Ja, irgendwann gibt es dann so ein großes dröhnendes Geräusch in dem Raum, das ja richtig in den Ohren wehtut, und dann wird alles rot. Also dieses Ding wird rot und halt die Wände um dich rum achten. Ich leg das wieder hin und fliehe. Raus. Ja. Wieder zurück zu den anderen. Ja. Das wird zwei viele Kopfschütteln, ist schön. Inariel, das ist der einzige Engel mit dem Heiligenschein. Immer die Unschuld in Person. Was? Ich war's nicht. Am nächsten Morgen. Keine Ahnung. Am nächsten Morgen müssen wir uns vor einem Fehdegericht verantworten. Irgendwer ist in die Schule eingebrochen. Wir sind die Uriels einzigen Neuen. Davor war alles in Ordnung. Oh. Ich habe wahrscheinlich, hab wahrscheinlich 10-mal das falsche Passwort eingegeben oder so. Du hast einfach zu viele Fehler gemacht für einen Ramieliten. Hast den Alarm für das Ausschlusskriterium aussortieren ausgelöst. Genau. Ab zu kann kein Ramielit werden, muss ein Gabrielit werden. Ab zu den Gabrielit. Okay. Ja. Ich komme zurück und versuche dann auch noch mal ein bisschen Ruhe. Ich lausche natürlich darauf, ob jetzt irgendwelche Schritte zu hören sind oder so. Ja, es sind irgendwann Schritte zu hören, ja, aber die kommen nicht zu euch. Gut. Ja. Ja, und dann am nächsten Morgen könnt ihr aus der Meditation erwachen. Man bringt euch Frühstück, quasi so Brei. Den gibt's halt für Engel. So. Kein Ramils Frühstück? Nee. Aber bei uns gab es doch richtig gutes Essen. Tja. Wenn das Frühstück, weil du also das geholt hast. Man sieht so, wie Liberia schon richtig freudig drauf wartet und dann kommt nur Brei. Wie er alles aus dem Gesicht fällt, so richtig absolute Enttäuschung sich breit macht. Als ich auf diese Breischüssel guckt, den Löffel reintunkt, hoch in den so dreht und so platsch runterfällt. Guck ich den Typen an, der es gebracht hat. Wo ist das Ramiels Frühstück? Oh, ich dachte nicht, dass ihr das richtig haben möchtet. Bitte!
Bitte, bitte. Ich versuche, was anderes zu holen. Danke. So schmeckt doch. Macht satt. Ja, gut. Ich esse das einfach mal. Still. Ja, das Summen ist, na, weil es morgen ist natürlich wieder lauter. War zwar gestern wesentlich angenehmer gestern Abend. So. Liberia, was musst du tun, um das Buch heute abzugeben? Versuchen, zum Abfuhr gelassen zu werden. Versuchen. Oder seinem Stellvertreter. In Ordnung, dann würde ich dich bitten, dich darum zu kümmern. Das werde ich tun. Wir können die weitere Reise planen, würde ich sagen. Ja. Wie geht dein Himmel im Umgang mit Engeln in der Stadt um? Ich bin nie in der Stadt gewesen. Die Menschen sind wie alle Menschen skeptisch, also nicht skeptisch, sondern ehrfürchtig gegenüber Engeln. Und auch hier sind die Straßen bestimmt ziemlich eng für unsere Flügel. Man fährt da auch mit Gondeln zwischen den einzelnen, also das Hauptverkehrs sind keine Fuhrwerke oder so, sondern sind halt so Gondeln. Und ansonsten müsst ihr auf die Brücken und Gondeln aufpassen, wenn ihr in den Straßen fliegt. Und naja, wenn die Ecken etwas schief sind, wenn ihr abstürzt, landet ihr im Wasser und mit nassen Federn ist schlecht fliegen, glaube ich. Ich gucke, ich finde für euch raus, ob Kerekiel noch hier ist. Vielleicht kann er euch den einen oder anderen Zugang verschaffen. Zu der Bibliothek und zu Karten. Und wenn er an eurer Seite bleibt, habt ihr da vielleicht eine Möglichkeit. Ich gucke vor allem mal zu Lyriel. Und dann will ich mich eigentlich schon wieder in mein Gedankennetzwerk einklinken und sofort ist wieder dieses um mich herum und dann ist es halt nein! Verbindung bricht sofort wieder ab. Oh. Tja. Das hält man doch im Kopf nicht aus. Willst du sowas wie Angelhaken besorgen oder Netze? Kann ich tun. Die sind jedenfalls leicht zu transportieren. Naja, Netze sind groß und schwer, aber eventuell Haken oder Angelschnüre. Ja. Ja. Das klingt gut. Sieht man, wie Citariel kurz etwas abzuwägen scheint. Nämlich, wo richtet Inariel weniger Schaden an, wenn ich ihn hier bei mir im Himmel behalte? Oder wenn ich ihn in die Stadt auf schicke? Auf den Katzenplatz. Auf den Katzenplatz. Inariel geht auf den Katzenplatz. habe ich mich nicht gemeldet? Nee. Sorry. Oder er hat mich alles gut. Aber da richtet er wahrscheinlich auch keinen Schaden. Ne? Witz! Ja, deswegen, weil er hat mich schon die ganze Zeit auf der Tastatur rumgewedelt und so. Ja, genau, hau ab. Ey. Wow! Ja, aber dann denke ich mir, wenn ich ihn irgendwie in der Bibliothek loslasse, dann nein! Besser nicht! Nachher leuchten die Wände noch rot. Könnte passieren. Ich hatte so ein merkwürdiges Geräusch heute Nacht im Ohr. Keine Ahnung, wo das herkam. Ja, das Summen. Und dann gucke ich halt die Jungs an. Wollt ihr sie begleiten oder bleibt ihr hier? Ich würde sie gerne begleiten. Daniel?
weiß nicht, ob wir Daniel mittlerweile komplett verloren haben. Ich glaube schon. Noch tief in Meditation versunken. Roboter hat bei mir gerade jeder zweite Satz gefühlt. Ja. Oh nein. Sehr ärgerlich. Also die Interferenzen in dem Chat sind sehr real gerade bei mir. Ja gut, dann bleibt Daniel wahrscheinlich bei mir im Himmel und ihr beide verschwindet in die Stadt. Und ja, wir prügeln uns mit der Bürokratie. Ja, also ich finde das natürlich, also ich freue mich mit, wenn ich mit Lyriel rausgehe. Der Turm neigt sich ein bisschen nach da, glaube ich. Wirklich? Ich merke nichts. Aber vielleicht bin ich doch nicht so sensibel wie du. Du hast doch gesehen, wie das Wasser gestern Nacht da lang gelaufen ist. Ja, das habe ich gesehen, aber merken tue ich trotzdem nichts. Ich habe ja keinen Vergleich, weil alles andere ist ja auch schief. Und den Horizont sieht man ja nicht durch diesen Nebel. Jetzt ist Tag. In der Tat ist Lyriel gar nicht, das wird das gar nicht groß mehr merken, dass es schief ist. Ich, bevor wir aufbrechen, möchte ich nochmal überprüfen, ob der in die gleiche Richtung schief ist wie in der Nacht. Ja. Ha, okay. Na dann, wollen wir mal schauen. Naja, wir wissen ja nicht, wie die Stadt sich verändert hat, aber vielleicht schauen wir uns einfach mal die Stadt an. Vielleicht haben sie ja tagsüberlicht dann. Ich will es hoffen. An dieser. Meldet euch ab, wenn ihr rausfliegt. Und an, wenn ihr wieder reinkommt. Gut, wie mache ich das? Da, wo wir uns gestern Abend angemeldet haben. Gut. Und erkundigt euch am besten, wie es mit Stadtflügen aussieht. Ich habe das nie gemacht, hat mich nie interessiert. Durften wir, glaube ich, auch gar nicht. Das Studium hier drinnen war wichtiger. Naja, wir müssen hier ja nicht studieren. Wenn ihr meint. Schaden wird es auch dass nicht. Dass ich euch nicht erreichen kann. Ja. Mhm. Es wird schon nichts passieren. Wir sind im Himmel, was soll da passieren? Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Zu den Wachen, zu der Anmeldung. Wir würden gerne uns an die Stadt. Ich bin der Urielit Inariel und das ist die Raphaelitin Lyriel. Hallo. Herzlich willkommen in Prag. Danke. Wir fliegen dann mal runter und kommen später wieder. Nimmt so einen Zettel, schreibt sich da euren Namen auf. Gut. Was das jetzt? War das die Abmeldung? Wollt ihr noch was anderes machen? Nein. Nein, eigentlich nicht, aber nicht, dass wir einen Fehler machen. Alles in Ordnung. Sehr gut. Ja. Bis später. Und dann lasse ich mich mal auf der Plattform fallen. Jo. Ich tue es dir nach und schau dann mal. Sieht man jetzt ein bisschen mehr bei Tag? Ich meine, also Lyriel geht auch so in Gedanken die ganze Zeit. Lyriel geht in Gedanken die ganze Zeit durch. Wie können die Menschen überhaupt richtig überleben? Die müssen doch alle total ungesund sein, wenn die keine Sonne abbekommen. Alles so bleiche Kellerkinder. Ja, in der Tat sind die Menschen hier tatsächlich alle ein bisschen bleich, aber es ist, man kann natürlich mehr sehen als in der Nacht irgendwie, aber es ist nicht dicker, fetter, dicker Nebel hier irgendwie, aber es ist deutlich eingeschränkt, die Sicht, ja. Es ist immer so ein bisschen diesig. Also wenn es irgendwo, ich sag jetzt mal, auch mehr Straßen gibt oder so, wäre ich quasi geneigt, da zu landen und halt
zu Fuß mich so ein bisschen umzuschauen, um halt dann mal zu gucken, wo man jetzt an so ein paar Angelhaken oder so rankommen könnte. Mhm. Und aus dem Flug heraus ist das doch etwas komplizierter. Ja, das sollte irgendwie kein Problem sein, da Händler zu finden, die Angelbedarf verkaufen. Habt ihr denn Mana? Bei mir steht nichts. Warte, hatten wir das? Nö. Tja. Die besten Angelhaken von ganz Prag. Ja, ich gehe da hin. Nur 2 Mana. Ich gehe da hin und suche so zusammen, was wir brauchen. Hm. Und werde dann auf Latein mit dem reden. I regret everything. Werde dann auf Latein sagen, das würden wir gerne mitnehmen. Ich bin der... Das alles? Der ja, gerne. Das alles. Insgesamt 20 Mana. Kann der Latein? Ja. So viel kostet das. Ja. Guck in Nariel an. Haben wir sowas überhaupt? Ach, das müssen wir ihm geben. Ja. Oh. Nee. Hm. Guck zu freudestrahlend. Macht gerade das Geschäft seines Lebens. Immerhin sind Kaufen Engel bei ihm, das wird er danach noch toll als Werbung machen. Draußen bildet sich schon eine Zuschauertraube von Leuten, die reihen, Engel in dem Shop. Wir haben keinen Mana, aber vielleicht können wir dir irgendwie helfen. Keinen Mana, keine Ware. Wir können dir helfen. Hm. Bei was? Was auch immer du brauchst. Mana. Tja, das wird... Tja, Nariel, ich fürchte, so kommen wir nicht weiter. Da ist auch schon ein Rabatt für Engel drin. Was? Okay. ist gut? Ich mache so ein bisschen auf Zehenspitzen und sehe nachher. Nein, was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, wir wünschen dir noch einen guten Tag. Ihr nehmt es also nicht mit? Wir haben kein Mana. Auch kein so ein bisschen Rabatt. Enttäuscht. Ja, ich gehe ein bisschen raus. Am besten direkt wegfliegen und irgendwo auf so ein Dach landen oder so. Dann sagen, das war jetzt irgendwie ein bisschen peinlich. Ja, aber... Also wer hätte ahnen können, dass man das bezahlen muss? Ja, also was über Mana? Hat Zitaria sowas? Haben wir sowas? Ich weiß es nicht. Das hätte sie uns ja mitgegeben, wenn wir das gebraucht brauchen würden. Ich habe sowas noch nie gebraucht. Ich auch nicht. Man kriegt alles, was man möchte. Die Himmel und unsere Orden und Gott sorgt für uns. Das ist ja seltsam. Eine Stadt im Nebel und dann Mana. Wir können auch selber bestimmt Angelschnüre uns bauen. Ja, Schnüre ist ja... Aber die Haken. Ja. Vielleicht können wir irgendwo einem Fischer helfen und kriegen dafür einen Haken. Das ist eine gute Idee. Dann haben wir auch was zu tun. Er wollte ja nicht, dass man ihm hilft. Lass uns einen Fischer suchen. Oh ja. Ich guck mal, vielleicht irgendwie so ein größeres Boot, wo wir beide mit einem Fischer draufpassen. Dann können wir auf dem Boot landen. Ja, klar. Wenn er dann landet, dann guckt er erstmal groß.
Ich hoffe, er kriegt kein Herz. Oh, warte mal, ich bin Raphaelitin, auch wenn er einen Herzinfarkt kriegt, kein Problem. Ja. Guckt so ein bisschen fragend. Achso, ja, stimmt, Enarin spricht ja nur Latein, ne? Dann übernehme ich das mal in Kommen und sei gegrüßt. Willst du zufällig heute fischen? Was meint ihr, was ich gerade hier mache? Ich weiß es nicht, ich habe noch nie gefischt. Ich, während sie mit ihm redet, stecke ich mal beide Hände ins Wasser, konzentriere mich auf dieses Wasser und benutze die Kraft Assisi, um Tiere zu mir zu rufen, also Fische. Ja, kommen an. Sehr gut. Hat er Netz dabei? Ja, der hat Netze ausgeworfen. Ja, dann lasse ich die in die Netze schwimmen. Oh. Ihr müsst jetzt hochziehen. Jetzt sind alle da. Oh. Er hatte sichtlich Mühe, die Masse an Fischen ist in den Netzen irgendwie. Ja, ich helfe ihm auch. Ja, ist irgendwie so, dass irgendwie fast die Netze fast reißen, weil das so voll ist. Ja. Dann gucke ich ihn freudestrahlend an. Danke. Habt ihr ein Netz oder Angelhaken, die ihr uns geben könnt? Oder Mana? Aber die brauche ich doch selber. Keinen Angelhaken übrig? Schade. Da nehmt euch einen. Oh, danke schön. Danke. Bitte? Naja, dann viel Spaß mit den Fischen. Ich fliege auch los. Ja, ist ja alles haben gesagt, ne? Wir haben einen Angelhaken. Ja, ich finde, das haben wir gut gemacht. Das ist nicht schlecht. Und der Mann hat sich, glaube ich, ziemlich gefreut. Seine Familie wird sich freuen, dass sie so viel Fisch hat. Bestimmt. Dann lass uns noch ein bisschen die Stadt anschauen. Ich gucke so auf den Stand der Sonne und überlege so ein bisschen so. Ja, ein bisschen Zeit haben wir sicherlich noch. Genau. Na dann. War doch komisch, dass sich das verschiebt. Ja, aber man sieht es nicht. Man müsste sich das jetzt merken und dann, ja, wenn wir vielleicht morgen aufbrechen, dann könnten wir sehen, ob sich das alles verschoben hat. Aber sieht man das irgendwie? Sieht man irgendwie aufgebrochene Erde oder sowas? Irgendwas, woran man das... Ja, das siehst du gar nicht. Die Häuser sind ja auf dem Wasser. Man sieht es auch nicht. Das ist wirklich seltsam. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich meine, ich war ja nicht oft in Grazianopel selber, aber das sah immer gleich aus, vom Turm aus. Ja, überall. Vielleicht hat das was mit diesen Summen zu tun, weißt du? Vielleicht bewegt das irgendwas. Kann sein, aber wenn wir Gottesdienst gesungen haben, das hat ja auch nichts bewegt. Nicht, zumindest nicht auf der Erde, sondern ja, stimmt. Nur im Geist. Seltsam. Das hat bestimmt ein Muster. Es muss sich irgendwie bewegen, nicht zufällig. Ja, da muss doch irgendetwas dahinter stecken. Man müsste vielleicht mal ganz so tief runtertauchen. Ja, vielleicht. Aber ich sehe irgendwie Zitarie, die mich böse anschaut. Naja, aber ich bin ja dabei. Haben wir
Kannst Schmiere stehen. Haben wir zufällig ein Seil? Und könntest du es ja... Da vorne ist ein Seil an diesem Pfeiler. Wir können das Boot abmachen von dem Seil und das können wir dann um nicht drumherum machen. Aber ist das nicht vielleicht aus einem bestimmten Grund da dran? Ja. Ich bin ja auch nur kurz weg. Wir können das Boot danach auch wieder... Wir können auch das Seil von dem Poller abmachen und du wartest auf dem Boot und ich tauche runter. Und was mache ich, wenn irgendwas mit dem Boot passiert? Es wird vielleicht ein bisschen schwimmen, was soll schon passieren? Na, wenn du meinst. Gut. Ich, ja, ich entledige mich mal meiner Kleidung. Und wollte sich nur wieder vor anderen ausziehen. Ich guck dann, weg. Das ist gut. Dann springe ich auch schnell rein und tauche mal in die Tiefe. Ja. Dann zieh doch mal eine Karte für mich. Okay. Damit wir das heute auch mal gemacht haben. Ja. So, ich jetzt da. Das sechste Arkanum, der Erzengel in umgekehrter Bedeutung. Versuchung, Abstoßung, Makel, Unvollkommenheit, Minderwertigkeit. Huch, na, was ist denn da auf dem Boden? Ja, ich werde einfach mal hinuntertauchen und mal mit den Kräften, die mir als Urielit gegeben sind, kann ich ja relativ lange tauchen und ich kann auch ganz gut sehen. Ja. Also schaue ich mich hier um und versuche den Boden zu erreichen. Sehe ich denn irgendetwas? Ja, es ist sehr trübes Wasser und vor allen Dingen auch aufgewühlter Boden. Wahrscheinlich macht es das auch irgendwie ein bisschen trüb, irgendwie, dass es irgendwie so schlammig ist. Aber was du auf jeden Fall als ungewöhnlich wahrnimmst, ist, dass kurz über dem Boden ein Wirrwarr aus massiven, großen Ketten ist. Ja, das ist natürlich etwas, wo ich dann so dran gehe, versuche die mal, sind die mit... Also das sind das wirklich ist so, die einzelnen Kettenglieder sind wirklich so groß wie zwei Männer oder so. Sind die von Algen überwuchert oder frei? Ja. Teilweise schon. Ja, dann ist es natürlich die Versuchung, die mich jetzt hier lockt. Und ich werde so entlang der Ketten lang schwimmen und weiter und weiter. Und wirklich dann erst, als ich wirklich keine Luft mehr habe, merke ich erst, dass ich vielleicht Luft gebraucht hätte, um wieder aufzutauchen. Das wäre eine ganz gute Idee gewesen. Und merke dann so, wenn es gar nicht mehr geht, und versuche mich dann so abzustoßen nochmal und nach oben zu kommen. Und ja, du wirst es oben merken. Ich werde auch bemerkt haben, als du in den Kette lang geschwommen hast, weil sie wahrscheinlich das Boot in Bewegung gesetzt hat. Und Lyri jetzt wahrscheinlich so da so reingeklemmt ist. So. Und ich versuche so an dem Seil zu ziehen. Ich hoffe, dass du mich ein bisschen mit hochziehst. Die kleine Ja, sobald das Boot sich halt quasi nicht mehr bewegt und ich aber merke, dass das irgendwie vorne, dann auf jeden Fall ziehe ich an dem Seil. Ja, dann werde ich auch im letzten Moment rauskommen, einen Schwall Wasser ausspucken. Na, ja, ich versuche dich so aufs Boot zu ziehen ein bisschen.
Ja, wie einen der Fische, die wir vorhin rausgeholt haben, ist dann da im Boot liegen. Es war ein bisschen zu lange. Und? Ja, die Fischer gucken dich alle so. Ja, ich habe den seltsamsten Fisch gefangen, den sie je gesehen haben. Und, hast du irgendwas gesehen, gefunden? Große. Was ist das? Große Ketten. Ganz, ganz große. Wahrscheinlich bewegen die sich und ziehen die Häuser. Überall. Das. Aber Ketten von alleine ziehen doch nichts, oder? Vielleicht das, was summt. Eine Traumsaat-Kreatur. Nachschauen. Dann kann es ja sogar sein, dass dieses Sprichwort recht hat und wenn anhalten. Ja, wenn es nicht mehr summt, würde zumindest Prag anhalten. Stimmt. Vielleicht wäre das schlecht. Das müssen wir berichten. Das weiß bestimmt niemand. Vielleicht solltest du dich vorher anziehen. Ja, ich werde knallrot. Dreh mich um. Ich kann ja die Flügel. Stört so ein das bisschen nicht beim Schwimmen? Ich kann ja die Flügel so um mich drumherum. Juriel ist Heilerin, da ist nichts, was sie nicht schon gesehen hätte. Und dann ziehe ich mich an. Wollen wir dann zurück? Wir müssen das Boot noch wieder anleihen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Du hast uns ja doch ein bisschen weit weggezogen. Ja. Ansonsten, während du trocknest, dann würd ich halt einfach quasi die Leine nehmen und dann halt fliegen und das Boot halt dann quasi genau andersrum wieder zurückziehen. Also halt aus der Luft und nicht aus dem Wasser. Und kann Inariel noch ein bisschen seine Flügel ausschütteln und trocknen. Und, ja. Ich würde jetzt, normalerweise kenne ich das, dass ich die so aufstelle und in die Sonne halte, aber. Hier ist es überall so feucht durch den Nebel. Ja. Oje, das fliegt sich jetzt auch gar nicht gut. Nee. Trippen. Ja, ich versuche dann so ein bisschen loszufliegen. Ich glaube, wir gehen noch ein bisschen spazieren. Ist gut. Dann kann ich mal sehen, ob hier überhaupt ein paar Pflanzen gedeihen und. Ich habe ein paar Filze gesehen. Ja, für die ist es hier perfekt. Ja, wenn ihr ein bisschen herumlauft, kommt ihr irgendwann auf so einem kleinen Platz. Da ist eine große Statue aufgestellt, wo das zwei Engel zeigt. Ein Engel deutlich mit urielitischen Symbolen und ein anderer mit ramelitischen Symbolen. Und der Ramiels-Engel scheint irgendwie so in einer singenden Geste zu stehen. Und der Urielit macht so mit seinen Händen, legt die so an die Ohren und scheint zuzuhören. Das ist aber eine hübsche Statue. Ich würde das gern hören. Summ, summ. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es das Summen. Weißt du, ich höre da nichts raus. Ich finde es eher etwas störend. Ich weiß nicht, also hier in der Stadt selber ist es sehr laut, aber ansonsten kann man es schon ein bisschen ausblenden. Aber ich würde halt mal näher an die Statue gehen und irgendwie mal gucken, ob da vielleicht irgendwo ist. Halt eine Statue. Okay. Ich wollte gerade nach einer Plakette fragen, aber lesen ist verboten, also. Nee. Ja, würde ich höchstens mal
Also muss uns mal die Hand dran legen, aber. Das ist eine Steinstatue. Okay. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen spazieren, bis die Flügel so weit getrocknet sind, dass wir wieder hochfliegen können. Ja, und Citaril und Liberiel geben das Buch ab währenddessen. Ja, wenn es geht, wenn wir vorgelassen werden. Glaubst du, die stellen was an? mein Flügel zieht schon wieder so nach. Oh, das kenne ich sonst nur von... Nein. Nein. Nicht. Du hast sie in die Stadt gehen lassen. Ja. Aber Lüthi ist ja verantwortungsvoll. Ja. Als Heilerin muss sie sich auch gegen andere Leute durchsetzen. Also wird sie Narie schon zu bändigen wissen. Ich glaube, es ist was anderes, ob du jemanden versuchst, auf dem Krankenlager festzuhalten oder nicht auf Abenteuerreise zu gehen. Nun, ja, ich glaube, so viel Schlimmes können sie gar nicht anstellen. Und was nicht. Hauptsache, sie stellen das Summen nicht ab. Also wenn sie das schaffen würden, wäre ich sehr beeindruckt. Ich wäre sehr, sehr verärgert. Danach müssten wir sie wahrscheinlich zurück zu unserem Vater schicken. Aber ja, ich wäre für einen kurzen Moment sehr beeindruckt. Wenn die beiden es schaffen, ein Erzengel-Wunder abzustellen, dann... Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Komm, wir schauen, ob wir zum Ab vorgelassen werden. Ja, man wird euch zu Abogast natürlich nicht vorlassen, der ist schwer beschäftigt, aber man verweist euch an die Hauptbibliothekar, der solche Angelegenheiten regeln soll. Und kommt dann irgendwann zu einem Zimmer, wo ein glatzköpfiger Monarch steht, dem man das Alter schon ordentlich ansieht, flankiert von einem Engel und einer weiteren Monarchin, der in so ein paar Akten wühlt, irgendwie so ein großer Stapel Schriftrollen, wo er irgendwie gerade hin und her sortiert. Kenne ich den Namen von dem Monarch? Es ist Bruder Marco. Bruder Marco. Dann würde ich herantreten an ihn mit einer höflichen, ehrerbietigen Haltung, mich verneigen und Bruder Marco, seid gegrüßt. Es erfreut mich, euch bei bester Gesundheit zu sehen. Moment. Zieht so ein Blatt Papier raus. Liberiel, nicht wahr? Ja, das ist korrekt. Dies ist meine Michaelitin, Citaril. Wir haben auf unserer Reise etwas gefunden, das in der Bibliothek des Ordens verwahrt werden sollte. Vielleicht auch gut verschlossen. Das überlasse ich ganz eurer Entscheidung, selbstverständlich. Ein Buch, nicht wahr? Ja, die Bindung ist schon sehr... sehr am Auseinandergehen. Ja, hol die Schatulle hervor, macht das blaue Band ab, damit ich es ja zugeschnürt hatte und stell ihm die hin. Betrachtet zuerst die Schatulle. Macht die dann auf, holt das Buch raus. Kommt mir bekannt vor, warten mal. Läuft so ein bisschen durch an so einem Regal entlang. Holt dann irgendwie einen Papyrus daraus. Ja, das hatten wir doch losgeschickt. Es kommt von hier? Ja. Die Schar, die es transportiert hat, ist im Gebirge von einer Traumsattkreatur angegriffen und ausgelöscht worden. Sollte nach Nürnberg und von dort aus nach Roma Aeterna. Das wurde uns so nicht übermittelt. Der Ordensbruder Pandariel hat es uns anvertraut. Er sagte, dass es nach Roma Aeterna soll. Pandariel, wie geht's ihm?
gesamte Schar wurde ausgelöscht. Stutzt kurz. Was sind unerfreuliche Neuigkeiten? Wir haben Bericht über die Traumsat-Kreatur in Nürnberg abgegeben. Ah, ja, jetzt weiß ich, ja. Ich glaube, die Berichte kamen an, ja. Aber ich habe sie nicht gesichtet. Gut. Und nun ja, wir kommen von Roma Eterna und unsere Reise geht nach Norden. Daher dachten wir, es wäre am sinnigsten, das Buch hierher zu bringen. Ja, ich werde es sofort wieder in die verbotene Abteilung bringen. Gut, dass ihr es hergebracht habt und auch so gut verschlossen habt, dass es keiner liest. Natürlich. Es enthält ketzerisches Gedankengut. Ich schlucke. Einflüsterung des Herrn der Fliegen. Dann ist es hier am sichersten verwahrt und sollte vielleicht nicht ohne weiteres wieder die Hallen hier verlassen. Wie gesagt, sollte nach Roma Eterna. Warum? Weil die Michaeliten es dort angefordert haben. Warum? Ich denke, das ist... Warum hat es euch nicht zu interessieren? Ich will noch mal so ein Warum sagen und schlucke es dann aber runter. Gut, dann ist es ja gut, dass es wieder hier ist. Ja, wir werden es mit einer doppelt so gut bewaffneten Schar wieder losschicken. Ihr solltet eventuell in Erwägung ziehen, eine Nachricht an den Himmel Michaels zu schicken, um von dort stärkere Bewachung anzufordern. Die Schar wurde im Gebirge von einer riesigen Feuerfliege überrascht. Sagte ich ja gerade, stärker bewachende Schar. Vielleicht sollte man auch einen anderen Weg wählen über die Alpen. Vielleicht mit Zwischenstopp in Wien. Wien sollte sicherer sein als Route, nicht direkt über die Alpen. Eigentlich haben wir den Weg über Nürnberg gewählt, weil dort ein neuer Gabrielit in die Schar treten sollte und naja, gut. Hat anscheinend nicht so richtig funktioniert. Nürnberg ist auch nicht mehr so sicher, wie es damals mal war. Ich denke, der Himmel der Gabrieliten hütet seine eigenen Geheimnisse. Ich hoffe... Ist das so? Ich gehe doch mal davon aus, dass unser Himmel in höheren Freigabestufen... Dieses Wort klingt komisch und fühlt sich für Liberiel auch komisch an. Es ist nämlich auch der Ausdruck, der im Himmel von Gabriel benutzt wurde, abgesprochen ist. Stutz so, als du dieses Wort sagst, ja. Habe dort über die Feuerfliege Bericht erstatten müssen. Ja, der ist angekommen, sagte ich bereits. Das ist schön. Ich gucke skeptisch, nicke aber noch immer. Gut, dann ja unser Dings. Eine Frage noch. Ihr seid ja heute Nacht angekommen, nicht wahr? Ja, das ist korrekt. Wart ihr zufällig in den Übungsräumen? Nein, wir wurden direkt in einen Gästeraum. Das dachte ich mir. Dann waren es doch wieder die Novizen. Da werden einige Strafen fällig heute. Wir haben das ganze Übungsprogramm durcheinander gebracht. Ich hoffe, ihr seid nicht zu streng mit ihnen. Immerhin sind es noch Kinder. Nur so streng, wie eine Verfehlung es zulässt. Disziplin muss gelernt werden. Das ist richtig. Cetariels linker Flügel zuckt schon wieder so merkwürdig.
Während sie so Liberiel, sie steht ja so ein bisschen schräg hinter Liberiel, weil das ihr Himmel ist und sie ist einfach nur quasi der Aufpasser gerade. Aber Liberiel hat so das Gefühl, wie sie ihr einen langen, bedeutungsvollen Blick zuwirft. Nun, Liberiel, ich denke, wir sollten uns dann für unsere weitere Reise vorbereiten. Genau. Sagt Bruder Marco, gibt es Karten von vom Raguelsland noch kurz knapp vor dem Fall des Himmels? Wir brauchen aktuellere Karten. Dorthin geht unser Auftrag. Und vielleicht. Entweder haben wir sie in der Kathedrale der Gedanken gespeichert, aber ich denke, hier im Kartenarchiv haben wir irgendwo auch noch eine, aber ich denke, wir werden sie nicht mitnehmen können. Nein, ich würde sie gerne studieren und mir einprägen. Habt ihr keinen Urieliten? Doch, natürlich. Aber wenn ich sie im Kopf habe, kann ich sie den Urieliten zukommen lassen über die Verbindung durch Zitariel. Aber der weiß doch sowieso immer, wo es lang geht. Für taktische Manöver ist es manchmal unumgänglich, einen gezeichneten Schlachtplan vor sich liegen zu haben. Wir sollen dort einen Außenposten aufbauen. Dementsprechend sind umfangreiche Kenntnisse des Umlandes unumgänglich. Verständlich. Vielleicht auch alte Stadtkarten. Wie hieß der Ort, wo wir hin sollen? Oh Gott, frag mich das doch nicht. Du bist das Buch. Oh Gott. Das Ding hatte einen Namen. Brüllheim. Wie bitte? Brüllheim. Brüllheim. Gibt es Karten von Brüllheim? Eine alte Stadtkarte? Wisst ihr das? Das müsste ich selber schauen. Darf ich danach sehen und danach schauen? Eure Aufgaben sind andere als die junge Engel. Tut euch keinen Zwang an. Gut, danke. Dann werde ich danach suchen. Brauchen wir sonst noch etwas, Zitariel? Sind besondere Arten von Traumsaat-Kreaturen in und um Raguelsland verzeichnet worden? Wenn ja, gibt es dort Wissen, das uns Char oder meinem Gabrieliten speziell nützlich sein könnte? Was meint ihr mit besondere Arten? Nun, diese Feuerfliege, mit der wir in Kontakt gekommen sind, war ein neues Exemplar. Deswegen frage ich mich, ob es für das Gebiet dort oben spezifische Kreaturen gibt. Nicht, dass ich wüsste. Welche Freigaben für die Bibliothek haben Gäste der anderen Himmel? Keine. Für die Bibliotheken. Ist es möglich, für die kleine Bibliothek eine auszustellen, beziehungsweise für die Pfade, denen sie sowieso folgen, von ihren Orden her? Ich denke, wenn ihr die Informationen aus der Bibliothek beschafft, müsste das doch reichen. Gut, wenn ihr das sagt. Dann wollen wir euch nicht weiter stören. Das aufgezeichnete Wissen ist äußerst schwer für den normalen Verstand zu begreifen. Deswegen ist es unsere Aufgabe als Hüter des Wissens, die anderen vor diesen ketzerischen Gedanken und diesen Schriften zu bewahren. Ja, das weiß ich. Auch wenn es sich dabei um Brüder und Schwestern der anderen Engelsorden handelt. Auch sie sind nicht gefeit vor den Einflüsterungen des Herrn der Fliegen, so wie wir. Das weiß ich und ich wege stets gut ab, wie viel ein jeder Geist verträgt. Ich verneige mich vor ihm und trete mal den Rückzug an. Man könnte meinen, es ist ein bisschen eilig. Titaria macht sich eine weitere geistige Notiz und denkt bei sich, ich sollte jeden Himmel besuchen, dann würde ich viel besser kapieren, warum die alle so dämlich ticken. Aber du hörst den militärischen Stechschritt hinter dir, sie folgt dir auf dem Fuße. Tut mir leid, dass ich euch nicht in die Bibliotheken mitnehmen kann. Aber ich glaube, verbinden möchtest du dich auch gerade nicht mit mir. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass du uns mitnehmen darfst. Ob du es glaubst oder nicht, dein Verhalten hat mir viel über diesen Himmel vorhergesagt. Ach so? Ja. Und zwar? Ich hoffe nur Gutes.
Gut oder schlecht ist eine Wertung, die ich in Bezug auf das Verhalten oder die Regeln eines Himmels nicht anbringen möchte. Die Politik eines Himmels ist die Politik eines Himmels. Sie funktioniert so, weil sie schon seit vielen Generationen so gut und richtig funktioniert, weil sie durch die Erzengel so vorgegeben ist. Es erleichtert mir nur zu verstehen, warum der ein oder andere von euch so ist, wie er ist. Das ist gut. Dann sollte vielleicht ein Michaelit einmal jeden Himmel besuchen, oder? Schließlich musst du uns doch verstehen, um uns besser führen zu können. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass es das leichter macht. Ich vermute, dass ich deswegen diese Gabe habe, mich mit euch allen zu verbinden, damit ich euch verstehe. Ich habe das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. Dann solltest du nachsehen. Ich gehe in die Bibliothek. Ich werde mich wieder in unser Quartier begeben. Gut. Ja, und mit Blick auf die Uhr, denke ich, ist das ein guter Punkt, um Schluss zu machen für heute. Das merkwürdige Gefühl von Citariel, die Liberiel, die nach den Karten sucht, Inariel und Lyriel, die merkwürdige Sachen in der Stadt unternehmen und anstellen, und Daniel, der Verbindungsschwierigkeiten hat. um den es mir heute ein bisschen leid tut. Aber naja. Ja, ich glaube wirklich, das ist Prag, weil dein Stream, ich glaube, da ist jetzt auch keiner mehr. Ja, der läuft auch nicht stabil. Genau, richtig, ja. Irgendwas ist hier komisch. Ja, ja. Aber gut. Wir verlassen die Zukunft für heute und schauen dann in hoffentlich 2 Wochen wieder, wie es weitergeht in Prag und was die Engel noch herausbekommen können über Raguels Land und über diesen merkwürdigen Himmel und die merkwürdige Stadt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch wenn der Stream irgendwie instabil war und wir die ganzen Zuschauer verjagt haben dadurch. Beim Nachschauen vielleicht auf YouTube macht es euch vielleicht Spaß. Wenn ja, hinterlasst uns doch einen Kommentar unten drunter, wie ihr es das Ganze fandet. Und vielleicht habt ihr Ideen, was Daniel denn anstellen könnte, weil den haben wir ja heute ein bisschen ausklammern müssen. Vielleicht holen wir das beim nächsten Mal nach, wenn die Netzverbindung wieder besser ist beim D-Rex. Und wenn ihr Ideen habt, was er anstellen könnte, vielleicht holt er sich da ein paar inspirative Gedanken von euren Vorstellungen. Ja, und falls ihr nicht genug bekommen könnt vom Rollenspiel und anderen tollen Erzählungen, dann schaut doch mal auf dem Nordpol vorbei. Über der Yamera steht die ganze Zeit die Adresse. Und da gibt es einen tollen Eventkalender. Da könnt ihr jeden Tag mindestens einen, in letzter Zeit eher so 3 bis 4 Rollenspielrunden am Tag euch angucken. Heute, glaube ich, lief noch D&D und Witchcraft und allen möglichen anderer Zeug noch irgendwie. Das heißt, für jeden Geschmack was dabei. Und schaut es euch an. Denn die anderen Leute machen auch ganz, ganz tolle Geschichten. Nicht nur wir hier. Apropos nicht nur wir hier. Wann gibt's das nächste Mal was von D-Rex zu gucken? Wenn der mich jetzt versteht. Das er anscheinend nicht tut. Na gut, fangen wir bei Feder an. Keine Ahnung. Wahrscheinlich in 2 Wochen Simjala. Ich weiß nicht genau, wann es bei der Wechselbeck-Kampagne weitergeht. Wir suchen immer noch nach einem Termin. Die elendige Terminfindung. Und ansonsten Ende des Monats schlüpfe ich nochmal in meine geschuppte Echsenhaut und werde dann ebenfalls ein Ketzer den Göttern empfehlen. Okay. Und wie sieht das aus bei Yamira? Wie sieht es aus bei mir? In den nächsten Tagen ist tatsächlich Ruhe. Da sind
eher Off-Air-Runden, die stattfinden. Mich sieht man das nächste Mal am 14. Februar bei Mischka auf dem Kanal zur Königsmacher-Runde. Wir spielen das zweite Abenteuer davon, Schafiers Schwur. Wir sind in Neta angekommen und müssen uns dem verfitzten Intrigenspiel in der Stadt damit rumschlagen. Mal gucken, ob wir es im Guten gelöst bekommen oder das Schwert nehmen und einfach alle Fäden niederbrennen. Und morgen bin ich nochmal das letzte Mal bei Bioing zu sehen, vorerst. Stimmt, da gibt es das Kampagnenfinale. Da gibt es das Kampagnenfinale, genau. Da hat der Bioing schon gesagt, dass er einen epischen Dungeon vorbereitet hat. Oha, wenn der das schon sagt. Ja. Dann müssen wir da ein. Ja, ich muss leider arbeiten, aber ich guck's vielleicht nach. Ja. Ja, und last but not least dann Lokis Vibe. Ja, und zwar kann ich unserem technikgeplagten Freund seine Arbeit quasi abnehmen, weil wir sind das nächste Mal zusammen zu sehen am 13.02. Bei Karl Gründer wird wieder. Jetzt ist natürlich keine da, wird die schwarze Katze gespielt. Und Cosmo der Dritte von Oberfluren und Egos Grimmfote sowie Mirina werden weiter ihre Abenteuer erleben und ihrem Freund Tinto helfen, auf Freias Füßen zu wandeln. Ja, wir werden sehen. Schaut da rein bei Kagem auf dem Kanal. Ja, hier auf Twitch beim Koali geht es am Sonntag weiter mit einer neuen Runde Vampire und ansonsten, wie gesagt, der Nerdpol immer einen Blick wert. Oder wenn ihr nur Sachen von mir gucken wollt, dann könnt ihr ganz neu auf meiner Homepage vorbeigucken, www.derkoali.de. Da findet ihr auch einen schönen Überblick, nicht nur von meinem Kanal, sondern auch von allem, wo ich sonst irgendwo auf anderen Kanälen noch zu sehen bin. Zum Beispiel auch bei Katze und Wolf auf dem Kanal, da gibt es Unknown Armies auch in diesem Monat, glaube ich, noch irgendwann. Ja. Zum Beispiel, genau. Aber ihr findet auch da einen Eventkalender oder eine schöne Aufbereitung und könnt auch mal gucken, was es schon vorab beendete Runden schon gibt, wo ich mitgemacht habe, falls euch das interessieren sollte. Gut, dann sehen wir uns wieder in 2 Wochen hoffentlich und unsere Patreons bespaßen wir jetzt gleich noch mit einem kurzen Afterstream und ansonsten, wenn ihr uns darüber unterstützen wollt, schaut ihr auf Patreon vorbei. Da könnt ihr sowas wie Aftershow-Gespräche zum Beispiel euch angucken oder Kurzgeschichten aus der Vampire-Welt oder Charakterbögen und allen möglichen sonstigen Zusatzkrams. Und dann würde ich sagen, von den Engeln bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Bye. Tschüss.